Moin, liebe Leute! Freundinnen! Und Superrechner! 1-0-0-1-0. Wir sind die Kopfkracher! Gescher! Und Fredanko! Und das ist unser Podcast! Ja, worum geht's diesmal? Heutige Folge? Ich und mein Gehirn. Ja, toll. Einzahl oder was? Wir und unser Gehirn. Nein, also wir und unser Gehirn. Also es geht um das Individuum, verstehst du? Das Individuum. Ich und mein Gehirn. Das kann ja jeder sagen. Es geht um mein Gehirn. Also auf jeden Fall Folge 10. Folge 10. Ich und mein Gehirn. Und ich finde, aber bevor es losgeht, ne? Ich frag dich immer, wie ist die Lage? Was ist Phase? Und ich weiß darauf nie eine Antwort. Ja. Was ist denn die Phase bei dir? Oh Mann. Bei mir ist, ich kann dir das sagen, im Märzen der Bauern. Toll, jetzt hast du wieder die ganze Stimmung vermasselt. Wieso denn? Das ist ein schönes Lied. Mann, ich muss nur mal wissen, wie es weitergeht. Ich komme dann auf den Text nicht mehr. Im Märzen der Bauern. Und dann? Ja, ich weiß es doch nicht. Ja, super. Du hast eine Aufgabe gehabt. Ja, aber das Problem ist, Speichergehirn und so weiter voll. Oh, da kommen wir gleich. Da kommen wir gleich noch zu. Ja. Wie fandst du meinen Song? Was sagst du zu meinem Song? Letztes Mal, ich kann mich kaum dran erinnern. Es ging auf jeden Fall darum, dass du Geschirrspültabs isst, um abzunehmen. Habe ich gedacht, das ist innovativ. Ist doch grandios. Ist auf jeden Fall innovativ, ja. Ich habe mir richtig Mühe gegeben. Mhm. So, wir kommen zum Thema. Du weißt, dass wir uns immer gestritten haben früher, wer ist eigentlich der Klügere von uns beiden, und wir wussten aber immer, wer es ist. Das war eigentlich eine Diskussion, wo das Ende schon vorweggenommen wurde. Aha, aber andererseits ist es halt auch Definitionssache, weil Klugheit ja schon irgendwo auch subjektiv ist. Ja, und dennoch wussten wir es. Bei aller Liebe. Um diese Diskussion jetzt abzukürzen, würde ich sagen, wir holen vielleicht noch jemand Dritten in die Diskussion mit rein. Denn dann ist es ganz klar. Gut, dann schmeiß mal deine Maschine an. Das ist ja jetzt so ein Karussell, ne? Die wird einen zufällig generierten Gast aus Deutschland, der jetzt zufälligerweise dabei ist. Und irgendwas mit Gehirnen zu tun hat. Zaubermaschine. Dreh sie. Hallo? 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 Ist da jemand? Oh, ja, wer ist denn da? Hallo! Marita, hi! Oh! Hi, wer spricht denn Marita da zu mir? Das ist ja verrückt. Marita kenne ich sogar. Krass. Ja. Gescher? Ah. Gescher, bist du das? Ja, ich bin das! Ach nein, was ein Zufall! Wie krass! Nice. Moment! Boah. Hier, die Marita aus Gescher und Marita? Ja, die Marita aus Gescher und Marita. Die zweite Stimme, die kenne ich doch. Die kenne ich doch von unseren tollen, was hatten wir noch damals gemacht? Wir haben doch mal Der wahre Walter gespielt. Das stimmt. Das ist richtig. Und danach haben wir dann Musik gemacht. Oh ja, über das Känguru von der Arche. Das stimmt. Ja, jetzt sind da schon wieder viel zu viele Details. Das sind halt Sachen, das sind viel zu viele. Manche Gehirne schon wieder verdaut haben und ausgeschieden haben. Oh. Und manche knuspern daran halt immer noch. Es tut mir leid, dass das so ein traumatisches Erlebnis war, Marita. Ich denke bei Marita immer, und da wird mir jetzt Marita wahrscheinlich auch sagen, das geht den meisten so, immer an Bibi Blocksbergs beste Freundin Marita. Neben der sie sitzt im Klassenraum, beide mögen keine Mathe. Wir kennen Marita aus Folgen 31 auf der Märcheninsel, Folge 38 der Weihnachtsmänner, Folge 56 der Wetterfrosch, 74 der Brieffreund. Also es gibt ja verschiedene Folgen mit Marita und wir alle mögen Marita, aber sie hatte einfach eine nervige Synchronstimme. Aber du bist es jetzt wirklich nicht. Du bist nicht die Freundin von Bibi. Bibi mag ich gar nicht so. Also wir haben uns irgendwann zerstritten. Also sie konnte zaubern und ich halt nicht. Also weil doof. Ich bin tatsächlich auch ein bisschen überrascht. Ist das nicht Tina gewesen? Vielleicht bin ich nicht so sehr drin. Tina ist auch eine Freundin von Bibi, oder? Tina ist die Reitfreundin auf dem Martinshof. Ach genau. Aber die kann auch nicht zaubern. Die kann auch nicht. Niemand. Ich glaube, Tina mag ich, oder? Ich weiß es nicht. Tina, ich muss mal wenn herausfinden, du Pferde magst du Tina. Was ich mag. Schubia kann zaubern. Okay, aber du hast damit nichts zu tun. Gut, deswegen, ich wollte nur noch mal die Rahmenbedingungen abstecken. Nicht, dass wir die ganze Zeit hier mit unserem Synchronsprecher zusammenarbeiten. Aber wir können jetzt mal ganz kurz noch mal zusammenfassen. Du, Fredanko, und ich, wir haben ja mit dem Thema Gehirn nicht so viel zu tun. Jetzt wäre noch mal die Frage, Marita, welchen Gehirnhintergrund hast du? Also ich habe auf jeden Fall einen neurobiologischen Hintergrund. Das heißt, ich kann euch sagen, wie das Gehirn funktioniert. Also wie ist der neuronale Code, so eine Sachen. Mhm. Zum Beispiel Urban Legend können wir aufklären. Also wenn es heißt, 20% von unserem Gehirn benutzen wir, den Rest halt nicht. Und kann das Gehirn neue Nervenzellen bilden? Brain-Computer-Interface, da bin ich relativ bewandert momentan. Also, ne?
Elon Musk-Themen und so eine Sachen könnt ihr gerne fragen. Und also ich habe zu den ersten beiden, zu der ersten Frage habe ich zwei Filme gesehen, die mir immer suggerierten, man könnte, wenn man nur 15 oder nur 20% des Gehirns benutzt, die mit speziellen Medikamenten oder durch Therapien weitaus besser nutzen und dann wäre man so ein überschlauer Mensch. Der Film Lucy. Ich hoffe, du hast sie nicht geguckt. Nee, ich weiß nicht mehr, okay, wie sie hießen, aber das Thema kam öfter und ich habe auch öfter gehört, dass das nicht funktioniert. Ich weiß es aber nicht. Und auf der anderen Seite frage ich mich, wie ist Gescher entstanden? Ne? Irgendwie müssen wir da ja heute einen Zugang finden. Also über sowas können wir gerne reden. Also da habe ich schon, ne? Also über meine Entstehungsgeschichte. Über deine Entstehungsgeschichte. So. Über dein Gehirn. Marita, wie kommt man dazu, sich mit Gehirnen zu beschäftigen? Also was hast du? Hast du eine Ausbildung gemacht? Hast du studiert? Wie bist du auf deine Weisheiten gekommen? Also alles fing an, als ich zarte 6 Jahre alt war. Oh, da schon. Und Tiere beobachtet habe, ja, und wissen wollte, wie ist das Verhalten von Tieren? Warum tun sie Dinge? Warum stirbt die Spinne, wenn ich die Spinne fange und in eine Box packe? Warum hüpft der Frosch auch ohne, dass ich ihn antippe? So eine Sachen. Also ich wollte unbedingt wissen, wie nehmen Tiere ihre Umgebung wahr? Und nach der Schulzeit habe ich dann halt Bio studiert und dann fand ich halt Neurobiologie toll, weil Neurobiologie, das heißt also die Wissenschaft der Nerven, die erklärt dir halt sozusagen, wie du den Input von außen verarbeitest und dadurch ein Output generierst, also ein Verhalten generiert, ein Erinnerung. Ist das nicht auch Soziologie? Ein bisschen. Also es hilft auf jeden Fall, wenn du das Gehirn verstehst, dann verstehst du auch so ein bisschen die Interaktion, warum Menschen so handeln, wie sie handeln. Wo sind die Begrenzungen von menschlichen Handeln und Denken? Mhm. Ja. Und warum gibt es Krieg? Oha. Also so eine Sachen. Alles wird durch die Neurobiologie beantwortet, je nachdem, auf welcher Ebene man schaut. Mhm. Es gibt ja Leute, die gucken sich eher die Zellen an. Die wissen dann halt, was funktioniert in einer kleinen Zelle. Es gibt Leute, die gucken sich Netzwerke an und sagen, wie funktioniert das gesamte Gehirn. Hm. Hast du das studiert und arbeitest jetzt wo? Hat das auch mit einem Gehirn zu tun bei deiner aktuellen Arbeitsstelle? Also nach meinem Biostudium habe ich nochmal ein bisschen umgeschwenkt und dachte so, okay, Verhaltensbiologie ist super toll, super interessant, aber es läuft darauf hinaus, dass man halt Tiere töten muss, die man untersucht. Und das wollte ich halt nicht. Sagte die Frau, die früher Spinnen zum Sterben irgendwo Sechs. Ich wollte sie ja untersuchen. Als ich herausgefunden habe, dass sie keine Luft kriegen und deswegen sterben, dann dachte ich mir so, okay, gut zu wissen, das wird nicht nochmal passieren. Also diese Fehler sind Vergangenheit. Marita lernt aus ihren Fehlern, das ist doch schön. Genau. Und dann habe ich mich halt entschieden gegen diesen Weg. Also ich möchte keine Tiere quälen. Das heißt, ich möchte nicht anhand von toten Mäusen und Ratten wissen, wie das Gehirn funktioniert. Also nehme ich einfach Menschen als Versuchsobjekt, weil die tun das freiwillig. Und die nicht dann, ne? Die findet man auch. Ja, ja. Man kann ja Menschen gefügig machen. Da hängst du voll mit drin wahrscheinlich. Genau, genau. Dann kann man Menschen gefügig machen und man hat mehr Versuchsobjekte und man kann sie auch belohnen mit Netflix und Süßigkeiten. Wie ich dazu kam, also nachdem ich sozusagen mich dagegen entschieden habe, Tiere zu töten, habe ich halt gedacht, so okay, wenn ich wirklich das Gehirn verstehen will, dann hilft halt auch Data Analysis. Das heißt, ich habe nochmal ein Jahr eine weitere Ausbildung gemacht in Computational Neuroscience. Und da lernt man sozusagen Daten, die vom Gehirn aufgenommen werden, zum Beispiel via EEG zum Beispiel, Elektroenzephalographie. Diese Daten, das sind halt massenhaft an Daten, zu verarbeiten und daraus sozusagen Verhaltensparadigmen abzuleiten. Danach habe ich mich dann halt beworben in einem Projekt, das halt für Menschen ist, von Menschen für Menschen. Wir wollen ja Gutes tun. Und momentan arbeite ich halt in einem Projekt, das nennt sich halt Rexo-Projekt. Und es geht um ein Exoskeleton, was wir entwickeln und was halt über ein Brain-Computer-Interface angesteuert wird. Und was dabei hilft, dass sozusagen Menschen, die jetzt einen Schlaganfall erlitten haben, dieses Exoskeleton tragen und das bewegt den Arm. Und das hilft während der Neurorehabilitation. Das bewegt von außen den Arm. Also ich ziehe das über sozusagen. Genau, das ist wie eine Jacke, das du trägst. Mhm. Und das hat verschiedene Aktuatoren. Und sozusagen über deine Gehirnwellen, die halt über EEG aufgenommen werden,
kann dieser Arm bewegt werden, aber das Exoskeleton ist halt auch intelligent. Das heißt, es bewegt sich nur dann, wenn du oder dein Gehirn in diesem Fall, was denn durch einen Schlaganfall Schäden davongetragen hat, diese Bewegung noch nicht ausführen kann oder die Kommandos weitergeben kann. Gut, dann stelle ich fest, Gescha. Mhm. Ja. Marita ist die Einzige in unserer Runde, die A, eine Ausbildung hat und was gelernt hat und B, einen vernünftigen Job hat und nicht so rumlungert wie wir zwei. Ja, allerdings hat das ja auch alles Sinn. Also ich meine, wenn ich jetzt irgendwie als Fernziel hätte, so ein Exoskelett zu entwerfen, ja, ich habe es verstanden, das ist so Projektname, ich kann dann mal meinen Arm wieder bewegen, aber in Wirklichkeit zieht sie sich das ja dann über und ist dann praktisch Godzilla. Ich weiß nicht, du denkst zu kompliziert. Ich hätte gern so eine intelligente Jacke, dann wäre, also die wäre vielleicht schlauer als ich. Dann. Die dann einfach für dich entscheidet, wo es lang geht im Leben. Mhm. Das wäre, die geht, ja, die bewegt meinen Körper einfach. Oh, Traum. Gibt es auch intelligente Schuhe? Dann müsstest du ja doppelt so viel Sport machen, weil du dann ja ansonsten immer entlastet wirst und weil deine Muskeln dann ja komplett zusammenschrumpfen. Ja, du hast das Leid der Raumfahrer, die zurückkommen und keine Muskeln mehr haben. Ich wusste es. Irgendwas ist immer der Haken. Verdammte Raumfahrt. Also deshalb meine ich halt, wenn du so ein Godzilla-Exoskelett hast, dass du tatsächlich, also du musst dann mit Widerständen auch arbeiten und so weiter, dann hast du ja diesen Haken nicht. Dann bist du einfach nur riesengroß. Du kannst einfach so eine Stadt platt machen. Einfach in Japan auftauchen. Krass. Und dann. Und das haben die schon in den 50ern gemacht. Ja, Spam. Aber apropos Widerstände. Ja. Unsere Jacke, die wir entwickeln, die hat tatsächlich Widerstände. Also das ganze System funktioniert wie ein virtueller Physiotherapeut. Das kann man sich so vorstellen. Du bist in einer Physiotherapie und du bist gerade kurz nach deinem Schlaganfall, bist du da reingeraten. Ne? Also du möchtest ja deine Greifkraft und deine Beweglichkeit wieder zurückgewinnen. Mhm. Um wieder selbstständig zu werden, dann ist der erste Weg, überhaupt deine Muskeln wieder zu aktivieren. Mhm. Und da hilft das Exoskelett, manche Aufgaben, die dir der Physiotherapeut gibt, auszuführen. So nach dem Motto, auf dem Tisch versuche eine Zahl mit der Hand zu verfolgen. Das ist dann eine große Zahl. Stell dir vor, du bist im Kindergarten und du versuchst mit einem dicken, fetten Stift irgendwas zu malen. Mhm. Die Bewegungen sind noch relativ großflächig und das sind so die ersten Aufgaben. Und das kann entweder direkt vom Exoskelett ausgeführt werden oder du kannst die teilweise schon selber ausführen und das, der Arm sozusagen, dieser Exo-Arm, führt nur so weit die Bewegung aus, wie es sein muss. Dann, wenn du zum Beispiel keine Kraft mehr hast oder deine Koordination fehlerhaft ist. Später, wenn du alles wiedergewonnen hast und sagst, yo, ich kann die 3 wieder malen und du bist total happy und stolz, dann merkst du plötzlich, dass ein Widerstand. Und das ist eine Art man sagt auch Resistance, also das heißt, es wird eine Gegenkraft entwickelt. Mhm. Und das macht auch der Physiotherapeut, also Therapeut. Der wird dich nicht quälen wollen, aber er wird natürlich dann Gegenkraft geben, wenn du versuchst, eine Aufgabe durchzuführen, wie den Arm in eine Richtung zu bewegen. Und das ist dann, um deine Muskeln zu stärken. Das heißt, Fredanko, ein bisschen Muskelkraft ziehst du dann wieder daraus. Ah. Am Ende wird alles gut. Ja, du wirst laufen können und du kannst eine Tasse heben. Wenn sie leer ist. Sehr gut. Ich finde das total beeindruckend, dieses Projekt. Wie weit seid ihr da schon? Wir sind momentan bei verschiedenen Stadien sozusagen. Also es ist eine Kollaboration zwischen ganz vielen verschiedenen Firmen. Mhm. Und wir selber, also ich arbeite jetzt an dem an der Software von dem Exoskelett. Und das heißt, wir wollen ein EEG-Decoder entwickeln, der aus den Gehirnströmen sozusagen herausliest, welche Bewegung stattfinden soll. Das heißt zum Beispiel, wir wollen eine Greifbewegung machen, die Hand greift, man transportiert einen Gegenstand zu einem anderen Punkt vom Tisch. Krass. Und man lässt diesen Gegenstand wieder los. Kann man damit dann praktisch auch Gedanken sozusagen auslesen? Also das heißt, das Gerät, was du dann angeschlossen hast, also dass das EEG ausliest, das weiß dann schon, was du gleich machen wirst. Ist das richtig? Nicht ganz. Also wir haben ja verschiedene Möglichkeiten, Daten aus dem Gehirn abzugreifen. Und das EEG ist ja das, was am nicht invasivsten ist und was jeder gerne macht, sozusagen, außer dass du halt sehr, sehr unangenehmes Gel auf dem Kopf hast. Ich hab's auch immer genossen. Ja, also nach dem Experiment ist viel Shampoo angesagt. Mhm. Es ist auf jeden Fall nicht schmerzhaft. Es gibt aber auch noch sozusagen die Möglichkeit, einen Chip in ein Gehirn zu implantieren. Der dann zum Beispiel Bill Gates, bei deinem Achtung, Bill Gates, hier, Bill Gates, stopp, Bill Gates. Ja, weiter. Ja, ich wollte einen Warnhinweis. Was läuft denn auf dem Chip? Windows 95? Ja, wahrscheinlich. Deswegen bist du auch immobil und gefügig. Du hast keine Ahnung, was abgeht in der neuen Welt. Das Problem ist, um Menschen gefügig zu machen, braucht man ein Gehirn. Aber dieser Chip, der geht ja erstmal durch die Blutbahn. Und der wird ja auch eine gewisse Größe haben.
Also wenn der Chip ins Gehirn kommt, dann ist er immer noch in dieser Blutbahn. Und die einzige Art, Menschen gering, also sag ich mal, gefügig zu machen, wäre, dass dieser Chip sich in irgendeine Arterie festsetzt, einen Schlaganfall auslöst, die Menschen sich nicht mehr bewegen können und dadurch gefügig sind. Das der kann nicht im Theorie. Gehirn aussteigen quasi, also in der Blutbahn. Der kommt ja nicht durch die Blutbahn durch. Also ein Chip kann sich ja nicht durch einfach die Wand von Blutgefäßen durcharbeiten. Das geht ja nicht. Nach wie vielen Bier hat man dann einen Bluescreen? Boah, keine Ahnung. Also wenn du Bier trinkst, ist da Alkohol drin. Alkohol verdünnt das Blut. Das heißt, alles wird flüssiger und läuft erstmal besser. Das heißt, der Chip wird erstmal ein bisschen durch den Kreislauf wandern. Okay. Kann trotzdem nicht aussteigen. Die Wahrscheinlichkeit, dass er sich überhaupt irgendwo im Gehirn festsetzt, ist sehr gering. Man kann also keine Chips spritzen. Würde ich jetzt mal nicht sagen, genau. Also man kann einen bestimmten Chip spritzen. Ich frage mich, wie groß die Kanüle ist, um das zu tun. Aber also ich meine nochmal, um auf Bill Gates zurückzukommen. Wenn man jemanden jetzt chippen möchte, muss man direkt im Gehirn eingreifen. Also ich würde das merken. Ne? Ich würde nicht zum Arzt gehen, der gibt mir eine Spritze und dann habe ich so einen Chip im Kopf, sondern der müsste dann schon ein bisschen mehr was machen. Genau, genau. Der muss sich erstmal ruhig stellen, betäuben. Und ein bisschen an deinem Schädel rumsägen, dir so einen Chip vielleicht auf den Motorkortex setzen und das ist auch wieder das Problem. Das ist auch wieder das Problem. Das eine Problem. Ja. Das eine Problem. Also wenn wir das gelöst haben. Wenn er versucht, diesen Chip durch dein Gehirn durchzuwühlen, also er kann es halt auf deinen Kortex legen und dort irgendwas, sag ich mal, aktivieren. Also um dich zu beeinflussen, müsste der Chip quasi stimulieren. Das heißt, der liest nicht nur, sondern er stimuliert dein Gehirn, er sendet Signale. Jetzt frage ich mich, wie wird das denn mit der Batteriekapazität gelöst? Also wo nimmt er die Energie her? Aus den ganzen Süßigkeiten, die man so den ganzen Tag lang isst. Das sind auch so Fragen sozusagen, die sich Neurowissenschaftler so stellen. Und normalerweise brauchst du ja schon Energie, um Impulse zu senden. Mhm. Also du bist viel zu schlau gerade. Ich verstehe das schon wieder nicht mit den Impulsen, aber... Auch nicht Impulse. Naja, du kannst Sachen aus dem Gehirn lesen. Dann ist der Chip relativ passiv und er liest einfach nur die Signale. Aber wenn der Chip versucht, dich gefügig zu machen oder versucht, auf dein Gehirn einzuwirken, dann gibt er so kleine elektrische Impulse. Er sendet vielleicht Stromimpulse an dein Gehirn und deine Nervenzellen reagieren darauf. Dafür braucht er aber auch eine Spannung, der braucht Energie, der braucht eine Batterie. Und wenn das nur so ein kleiner, popliger Chip ist, der durch so eine Kanüle gespritzt wird, wo bitte ist die Energiequelle des Chips? Also ist das so ein Matrix-Ding, dass er dein also morphogenetisches Feld abgreift und deine eigene, oder Piezo, Piezo genau, geht noch. Piezo hätte ich jetzt auch vorgeschlagen. Genau. Ja. Ich ja. auch. Wie ist Piezo? Ja, definitiv. Ich hätte es vor Gescher vorgeschlagen, aber das Mikro hatte ihren Wackelkontakt. Hättest du. Aber ist das dann so wie in den Psychiatrien der 60er, dass man da von außen dann einfach die Energie zufügt, damit der Chip dann weiterarbeiten kann? Na, das kommt drauf an, wie du das anstellen willst. Mit Elektroschocks. Ich glaube, da machst du den Chip kaputt. Irgendwas ist ja immer. Ja, das ist halt alles sehr schwierig. Komplett Absturz und, Also ich habe jetzt Folgendes mitgenommen. Wenn ich zum Arzt gehe und ich gehe wieder raus und er hat mich nicht betäubt, kann ich ziemlich sicher sagen, ich wurde nicht gechippt. Ja, da haben wir mal direkt einen praktischen Tipp mitgekriegt. Überlebenstipps. Ist ja auch ungewöhnlich für unseren Podcast. Mir schlackern die Ohren. Ich würde sagen, Gesha, wir fragen doch gleich mal das Internet, welche Fragen die haben. Das Internet fragt. Wer darf? Gesha, ich habe eine richtig gute Frage. Ja, dann schieß mal los. Okay, also sie könnte von jemandem sein, sympathischer Typ. Er heißt M. Restyler, also E.M., Restyler vielleicht, hat die vor 10 Jahren gefragt, leider, aber vielleicht können wir ihm trotzdem noch helfen. Überschrift, mein Gehirn ist voll mit Schrott, aber leer von Wissen. Was kann ich tun? Frage. Guten Tag, liebe User. Ich kenne zum Beispiel fast gar keine Fremdwörter oder wenn ich etwas Neues dazu lerne, habe ich es innerhalb von 1 bis 2 Tagen wieder vergessen. Und mein Wortschatz ist meiner Meinung nach sehr gering. Wie kann ich mein Gehirn besser benutzen? Gibt es vielleicht irgendwelche Medikamente, die dazu helfen, dass man sein Gehirn 100% voll nutzen kann, Fragezeichen, und kann das Gehirn eines Menschen auch voll werden, sodass man nichts mehr dazu lernen kann? Ja,
kennt man. Das sind ja mehrere Fragen, ne? Das sind also mehrere Fragen, ja. Eine ganze Menge Fragen. Die Frage ist sozusagen, wann ist das Gehirn voll? Darf ich dazu was sagen? Mhm. Ja, bitte. Ja. Als jemand, bei dem das schon ganz früh passiert ist im Leben. Ja, trotzdem möchte ich von meinem Erlebnis in der dritten Klasse erzählen und ab da ist nichts mehr passiert. Traumatisch. Genau. Nein, ich bin ja auch Pädagoge und ich habe Folgendes gelernt, Marita. Kannst du mich ja bitte korrigieren, wenn es falsch ist. Ich habe gelernt, dass das Gehirn keine Festplatte ist. Das heißt, es gibt eigentlich nicht das, der Speicher ist voll. So, sondern es ist so, wenn ich etwas lerne, dann verbinden sich immer Neuronen in meinem Kopf und Synapsen und ich kann immer was dazulernen. Und der Trick ist jetzt dabei, wenn ich etwas schon gut kann, lerne ich es noch besser. Als Beispiel, wenn ich zum Beispiel schon zwei Musikinstrumente spielen kann und ich nehme das dritte, dann lerne ich es noch schneller, als wenn ich keins könnte und eins anfangen möchte. Das ist richtig, genau. Haha, das ist schon mal gut. Nicht schlecht, das oder? Ist richtig. Nicht schlecht. Siehst du? Und das heißt, wenn jemand sagt, boah, ich kann 6 Sprachen sprechen, dann ist der da einfach ziemlich begabt. Und das ist aber überhaupt nichts Schlimmes, weil der einfach früh angefangen hat, das zu lernen. Das ist okay. Also der muss sich nicht schlecht fühlen. Klingt erstmal sinnvoll. Klingt mal sinnvoll, ja. Sehr gut. Das heißt also, diese Frage, wann ist mein Gehirn voll, die würde ich beantworten mit, wenn du es gut nutzt, wird es nicht voll. Wenn du es nicht nutzt, ist es sehr schnell voll, weil du ja nichts Neues mehr lernst. Also wenn ich den ganzen Tag... Das Gehirn von dem Fragenstellenden ist ja schon voll. Ja. Aber wenn der jetzt anfängt, ein Instrument zu lernen, Sport zu machen, irgendwie in die Werkbank zu gehen, also irgendwie tätig zu werden, dann schafft er ja neue Kapazitäten. Mm, du meinst diese Rückmeldung zwischen Körper und Geist, also zwischen Gehirn und neuronalen Enden, die an den Nerven dann andocken? Das waren 3 Fremdwörter zu viel. Also ihr habt gerade ganz viele Themen aufgeworfen, die sehr spannend sind. Das können wir gut. Ja, ja, und dann führen wir sie immer nicht zu Ende, aber dafür haben wir dich ja da. Dafür haben wir dich jetzt. Zu der ersten Hypothese, Fredanko, das stimmt, das Gehirn ist kein einfacher Speicherplatz und es gibt auch keine festgelegte Kapazität, die das Gehirn hat. Das Gehirn lernt und das Gehirn vergisst auch wieder. Das heißt, alles das, was nur ein einziges Mal gelernt wurde, ohne eine Verstärkung, das heißt Gefühle, Musik, Inputs, die dazukommen, wenn du etwas lernst oder eine Situation hast, die sehr traumatisch ist oder sehr wunderschön, wird stärker abgespeichert. Mhm. Das heißt, alles läuft über synaptische Verknüpfung. Das heißt, alle Nervenzellen kommunizieren über Synapsen miteinander. Und eine Erinnerung ist wie ein Puzzle. Das hat verschiedene Eigenschaften, verschiedene Qualitäten, wie den Ton einer Sprache, ein Geruch, ein Gefühl. Und es wird in verschiedene Bereiche abgespeichert und je intensiver diese Erfahrung für dich ist, desto prägender sie ist, desto eher wirst du sie lange speichern. Wenn du jetzt vom Lehrer gequält wirst, irgendwelche Vokabeln zu lernen und dir die Vokabel einmal anguckst und danach nie wieder, wirst du sie vergessen und das ist auch vom Gehirn ein Schutz, weil das Gehirn kann. Aber du wirst dich dann doch daran erinnern, dass du vom Lehrer gequält wurdest. Das ist traumatisch, genau. Ja. Aber du wirst dich vielleicht dann auch an die Vokabel, mit der du gequält wurdest, erinnern, weil die wird dann zu dem traumatischen Erlebnis mit dem Lehrer abgespeichert. Als negative Emotion. Als negative Emotion. Hm. Das Gehirn muss aber auch wieder Sachen vergessen, um sich darauf zu fokussieren, was ist wichtig. Und jetzt kommen wir zu der Frage aus dem Internet. Der User, der sagt, ich habe nur unwichtige Sachen in meinem Kopf, aber keine wichtigen Sachen gelernt. Dazu gibt es eine ganz klare Antwort von einer Neurobiologin. Ja. Und zwar, ja, er hat einfach den falschen Fokus gesetzt. Das heißt, seine Aufmerksamkeit ist auf unwichtige Dinge gelenkt oder die Aufmerksamkeit ist gar nicht gelenkt. Wenn du etwas lernen willst, brauchst du Aufmerksamkeit dafür. Das heißt, du musst deine komplette Aufmerksamkeit auf den Gegenstand deines Interesses auch richten, damit das auch wirklich so übernommen wird und aufgenommen wird vom Gehirn, verarbeitet wird. Und du musst natürlich das, was du lernst, wiederholen. Intrinsische Motivation. Genau. Ein Fachwort, Intrinsik, genau. Mhm. Alles läuft intrinsisch. Sehr, sehr, sehr gut. Ja. Kann er auch wieder von seiner Liste sprechen. War gerade bei I beim Brockhaus. Genau. Das ist halt das A und O. Wenn wir etwas keine Aufmerksamkeit schenken, sagt man gerne aus dem einen Ohr rein und aus dem anderen wieder raus. Das ist halt so, das ist auch, wie das Gehirn funktioniert. Aber kann man da dem Fragestellenden dann nicht schon eine gewisse Dissonanz unterstellen? Weil er sich ja offensichtlich mit Dingen beschäftigt, Tag ein, Tag aus, die diese Person eigentlich
als nicht relevant bewertet. Also sagt. Aber er macht es trotzdem richtig. Genau. Ja, also das heißt, die Sachen, die er irgendwie rein kognitiv als wichtig einstuft, das sind einfach Sachen, mit denen er sich im praktischen Leben niemals beschäftigt. Man kann sagen, man will unbedingt etwas lernen, weil man glaubt, dass das wichtig ist. Aber eigentlich tut man das nicht aus eigener intrinsischer Motivation, sondern weil man von der Gesellschaft ein Feedback bekommt, du musst das können. Du musst diese Sprache jetzt lernen, dann bist du ganz toll und du musst unbedingt diese mathematischen Formeln lernen, damit du in der Schule weiterkommst. Aber eigentlich ist die Motivation nicht da. Und man kann es deswegen nicht aufnehmen. Also Motivation ist sehr stark verknüpft mit verschiedenen Neurotransmittern. Und das wäre schon wieder ein sehr komplexes Thema, wie Nervenzellen miteinander kommunizieren. Und ihr habt bestimmt schon von Serotonin gehört, das sozusagen Belohnungshormon. Und wenn wir glücklich sind, schütten wir ganz viel Serotonin aus. Yum, 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 yum. Und Dopamin. Dopamin, auch ganz toll. Mein Lieblingshormon. Oxytocin. Genau, die Oxytocin. Und das alles spielt eine Rolle. Thymian. Das sozusagen stärkt Synapsen. Domian. Funktioniert das auch andersrum? Funktioniert das auch so, dass du zum Beispiel sagst, du bist ein Mädchen, deshalb kannst du Mathe nicht, dass du dir dann irgendwie vornimmst, Mathe nicht zu können? Man wird tatsächlich ein bisschen beeinflusst und man hört auf, an sich zu glauben. Und das ist halt auch so eine Sache, die Motivation und der Glaube an etwas. Und wenn jemand dir etwas sagt, kann das in zwei Richtungen laufen. Entweder du bist motiviert, seine Aussage zu widerlegen und zu sagen, du kannst mich mal, ich zeig dir jetzt, was ich kann. Mhm. Aber am besten ist es natürlich, du liebst Mathe. Mhm. Nur um jemandem zu zeigen, dass er Unrecht hat, Mathe zu lernen, ist vielleicht wiederum nicht so überlebenswichtig für das Gehirn und du lernst Mathe nur halb gut, obwohl du es vielleicht super gut lernen möchtest. Mhm. Also die Motivation spielt eine große Rolle beim Lernen. Mhm. Und auch die Erfolge, wenn du zum Beispiel etwas gelernt hast und du kannst es benutzen in einem Quiz oder du wirst abgefragt und jemand gibt dir ein positives Feedback und da kommen wir auch zu dem Punkt, nach Motivation kommt Feedback. Wir wollen ein positives Feedback haben. Mhm. In der Steinzeit war das positive Feedback, wir sehen eine Frucht an einem Baum, wir versuchen daran zu kommen, wir schaffen es. Wir essen diese Frucht, sie schmeckt gut. Das gibt uns ganz, ganz viele Momente. Daran erinnere ich mich einfach nicht. Nee? Hast du es nie probiert? Bist du nie auf einen Apfelbaum geklettert mit der Keule und hast mit der Keule den Apfel runtergeschlagen, den Apfel gegessen? Warum mit der Keine Keule? Ahnung. Pflück den ja, doch. Ja, stimmt. Manche hatten auch diese Schiefersteine, ne? Franco, Zack. Menschen wie Marita und ich benutzen Werkzeuge, um zu ihrem Ziel zu kommen. Ich habe auch Werkzeuge benutzt. So. Welches? Ein Schraubenschlüssel. Was man nicht mit einem 18er Maul reparieren kann, ist nicht zu reparieren. Du hast mir damals den Hammer zugeworfen und er ist auf meiner Stirn gelandet. War unsanft. Ich habe gerne geworfen. Also, ich fasse jetzt, aber ich möchte jetzt nochmal zu dem zurückkommen. So, der liegt jetzt da, sein Gehirn ist voller Schrott. Das heißt, der guckt jeden Tag zum Beispiel bei YouTube ApoRed-Videos. Mhm. Jetzt merkt er in einem Moment der Stille und Einsamkeit, fuck, mein Leben ist komplett daneben, weil ich nur diesen Müll gucke. Ich müsste eigentlich jetzt mal was Cleveres machen, so Kulturleistungen erbringen. Zum Beispiel Sport, Musik, irgendwas, Kunst. So, und jetzt sagt er sich, oh, morgen stehe ich um 6 Uhr auf und dann lerne ich eine halbe Stunde lang Englisch. So, jetzt klingelt der Wecker um 6 und er denkt sich, boah, ich guck mal erstmal bei YouTube, ob ich nicht noch ein Video finde. Per Doubts, YouTube hat noch ein Video, was du noch nicht kennst. Ja, ist ja oft irgendwas so. Von. Auf jeden Fall. Aber wie können wir ihm da helfen, eigentlich hat er die Motivation, aber er kann sich nicht aufraffen, das zu tun. Das schlimme Wort, was ihm helfen kann, ist Selbstdisziplin. Okay. Darf ich noch ein anderes schlimmes Wort einwerfen? Routine. Ja, am Anfang kommt die Selbstdisziplin, um überhaupt eine Routine aufzubauen. Aber die Selbstdisziplin, die läuft natürlich auch während der Routine. Das heißt, du musst erstmal anfangen, etwas zu tun und du musst dabei bleiben. Und das ist natürlich extrem schwer, gerade für die Anfangszeit, bevor die Routine kommt und das alles sich ein bisschen mehr manifestiert und zu deinem Alltag wird, zu deiner Routine, musst du natürlich die Disziplin aufrechterhalten, das auch weiterzumachen, auch wenn ein Tag schlechter läuft und die Aufnahme schlechter ist und der Betroffene weniger Vokabeln lernt als geplant. Also man hat auch Fehlschläge. Aber man muss weitermachen.
Man muss durchkämpfen. Man braucht die Motivation zu sagen, okay, zumindest habe ich heute zwei Vokabeln gelernt. Und andere nicht vergessen. Marita, hast du eine Routine, die du machst, die dir hilft? Eine Routine, die mir auf jeden Fall hilft. Oh, ich habe ganz viele Routinen. Ja. Zum Beispiel jetzt für das Homeoffice. Es ist ganz schwer. Keiner kontrolliert dich, dein Chef kontrolliert dich nicht, wenn du am Arbeitsplatz sitzt. Das ist ganz, 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 ganz schwierig, dann den Wecker wirklich zu hören und aufzustehen. Also meistens ignoriert man ihn und möchte weiterschlafen. Aber die Routine ist, sich aus dem Bett zu quälen und zu sagen, ich stehe jetzt zu dem Zeitpunkt auf und ich habe einen Zeitplan mir erstellt, wann ich anfange und wann ich mir auch Pausen gönne. Und das ist auch ein bisschen flexibel, aber die Zeiten lasse ich so ein bisschen drin. Man muss sich auf jeden Fall Pausen gönnen, damit das Gehirn nicht überfordert ist und überlastet ist und heiß läuft und dann nicht mehr funktioniert. Lüften hilft auch. Lüften immer, immer. Ganz, ganz wichtig. Ab und zu ein Glas Wasser. Genau. Kaffee. Kesha, hast du eine Routine, die dir hilft? Also ich habe verschiedene Routinen, aber die helfen mir nicht. Also es ist halt so, dass ich mir dann eher denke, ich nehme morgens jetzt 10 Liter Kaffee. Genau. Der Wecker klingelt und du denkst dann erstmal, ja, aber ich könnte ja auch liegen bleiben. Nein, tatsächlich... Was ich mir da denke, ist auch so eine Art Selbstmanipulation. Also, dass du dann irgendwie zum Beispiel dir sagst, ich muss jetzt, also gerade bei solchen Sachen, die, ich sage mal in Anführungsstrichen, freiwillig sind, aber da besteht halt eine gewisse Verpflichtung. Theoretisch würdest du gesellschaftlich überhaupt keine Strafe kriegen, wenn du das nicht machen würdest, aber du möchtest das halt machen, weil du auch weißt, dass danach dann das Serotonin und das Dopamin und so weiter und so fort ausgeschüttet wird, wenn du dich einmal überwindest. Mhm. Für mich ist das so, dass ich mir dann nicht sage, ich muss jetzt zum Beispiel aufstehen oder ich muss jetzt, was weiß ich, abwaschen oder irgendwas, sondern ich habe jetzt verschiedene Möglichkeiten. Unter anderem dürfte ich jetzt auch aufstehen. Also ich darf jetzt aufstehen. Wie cool ist das eigentlich? Ja. Das ist klasse. Das ist auch in der 11. Klasse genau mein Fächerkanon gewesen. Morgens ging der Wecker, also ich dürfte jetzt auch aufstehen. Soll ich euch mal meine Routine erzählen, die ich mir seit 2 Jahren drauf geschaufelt habe? Immer jeden Morgen ein Blue Curaçao. Nein, im Moment ist es. Batida de Coco. Ein Baileys in den Kaffee. Genau, morgens schon mal Alkohol. Nein, ich habe mir angewöhnt, dass ich morgens gleich nach dem Aufstehen mein Bett mache. Okay. Und zwar habe ich mir verschiedene Sachen da reingelegt. Nämlich, ich mache das, ich gebe mir auch richtig Mühe. Ich stehe auf morgens. So, guck mal, Marita, dieses Auslachen. Das ist doch ein Zeichen von Unreifheit. Aber du stellst mir gerade vor, wie du wirklich verschiedene Dinge, so Reißzwecken, irgendwelche Nägel und so weiter. Aber das führt dazu, dass du viel bewusster schläfst auch. Wo ist diese Erbse? Diese eine bequeme Erbse. Ich mach das Bett und dann gehe ich aus dem Zimmer raus. Und dann habe ich das Gefühl, ich habe heute schon was geschafft. Ein Erfolg. Und genau, ich habe schon Serotonin Erfolg. Serotonin wird ausgeschüttet. Ich habe das Bett schon gemacht. Und es gibt echt Tage, da falle ich dann abends ins Bett und der Tag war so richtig blöd, ärgerlich, kacke. Und ich komme ins Bett und denke, boah, wenigstens ist das Bett gemacht. So, das gibt mir auch nochmal was. Ja. Das sind, wie gesagt, so Kleinigkeiten, aber da fühle ich mich gut bei. Das zeigt, dein Leben ist heile. Es ist nicht kaputt. Oha. Solange das Bett gemacht ist, ist alles in Ordnung. Das ist ganz wichtig, dass das Gehirn immer weiß, es droht keine Gefahr. Mein Anker. Auch von einem selbst nicht. Das Bett ist gemacht. Alles ist gut. Das Bett ist gemacht. Ich kann jetzt entspannen. Ich kann jetzt in meinen Alpha-Wellenbereich zurückgleiten. Darf ich das jetzt einfach mal kaputt machen, indem ich einfach sage, Franco, du hast heute nichts geschafft, nur das Bett. War das schon das kaputt? Das war jetzt kaputt. Immerhin habe ich das Bett geschafft. Mhm. Das heißt, du hast nichts geschafft. Das ist eine gewisse Resilienz gegen meine Destruktivität. Wir sagen EM Restyler, du brauchst eine Routine, du brauchst Selbstdisziplin und dann schaffst du es. Arbeite daran. Und Routinen sind ja auch oft irgendwann Motivation. Also du hast immer so Sachen, die hast du abgehakt. Und was du auch machen kannst und was ich auch mache als Routine, ich habe eine To-Do-Liste. Die schreibe ich mir meistens am Tag davor, damit ich auch einen Plan habe für den nächsten Tag und keine Ausreden. Und wenn ich etwas schaffe, hake ich das ab. Und wenn ich am Ende vom Tag Sachen nicht abgehakt habe, dann schaue ich, lag das daran, dass ich zu faul war oder lag es daran, dass es einfach nicht mehr wichtig war. Oder hast du dir zu viel vorgenommen? Und dann gibt es die neunschwänzige Peitsche und dann geht's am nächsten Tag voran mit einem weiteren To-Do. Das war jetzt aber eine Metapher, oder? Also wir wollen uns ja nicht quälen. Wir wollen uns ja belohnen. Die Peitsche. Ach so. Denn wir lernen tatsächlich viel, viel besser, wenn wir positiv belohnt werden. Es gibt ja auch Lernen durch Bestrafung.
Und man lernt aber aus Angst. Aber wenn das Gehirn Angst erfährt, dann gerät es in Stress. Und wie wir alle wissen, unter Stress lernt das Gehirn ganz, ganz schlecht. Mhm. Deswegen sollte man vermeiden, sich zu stressen. Mhm. Man sollte einfach etwas Positives schaffen und sagen, ja, das war toll. Ich war heute toll. Ich habe nicht nur das Bett gemacht, ich habe auch noch einen Kaffee gekocht. Ich habe mir ein Brot geschmiert. Und ich habe den Müll rausgebracht. Das ist eine Heldenleistung für den Tag. Das steht alles auf deiner To-Do-Liste. Hm. Auf meiner nicht. Okay. Nee, Marita macht sowas wie zur Arbeit gehen, schlaue Dinge machen, intelligente Jacken designen. Auf meiner steht Müll rausbringen, mal lüften. Ja, jeder wie er kann. Jeder wie er kann. Das Problem ist, dass ich bei Marita wirklich auch den Eindruck habe, dass sie sich gerade diese Alltagssachen, dass die schon externalisiert wurden. Also da hat sie sich jeweils so einen Automaten gebaut, also so einen kleinen Androiden, der hier die ganzen Sachen abnimmt, mit denen sich unser Fußvolk hier beschäftigt den ganzen Tag lang. Ja, kennt ihr Spot von Boston Dynamics? Ja. Es gibt den Roboter, ich glaube, für $74,000. Der hat jetzt einen Arm bekommen. Ja, der hat einiges. Also der hat auch einen Infrarotsensor und sogar einen olfaktorischen Sensor, um Gerüche wahrzunehmen. Mhm. Und ich überlege mir, den tatsächlich jetzt zu holen. Damit er dir Kaffee kocht. Zum Beispiel, man kann ihn programmieren, Kaffee zu kochen. Kann der auch umgraben? Der kann alles. Okay. Alles, was du willst. Also der ist relativ flexibel. Oh, wow. Und ich würde ihn erstmal programmieren, mich aus dem Bett zu schmeißen. Ich zitiere jetzt einmal Momo aus dem gleichnamigen Buch Momo. Marita, du kannst dir so einen Roboter kaufen, aber, Zitat, ich glaube, du kannst ihn nicht lieb haben. Zitat Ende. Okay. Ach doch, doch, doch. Oh, das schneiden wir raus. Ich habe sogar Fredanko lieb, auf meine Art und Weise. Was? Okay, ja. Themenwechsel. Okay. Jetzt, Gesha, du hast doch bestimmt auch eine Frage. Bitte. Ja, und zwar anonym. Also bei mir ist es immer anonym. Ich weiß auch nicht, warum. Du bist einfach zu voll, das rauszusuchen. Du brauchst das Modell selbst. Es ist wirklich anonym. Anonym vor 10 Jahren, also wieder eine gute Dekade, das ist ganz nice. Also vor 10 Jahren wurden die guten Fragen gestellt, offensichtlich. Spielt uns das Gehirn einen Streich, wenn wir jemanden kennenlernen, den wir überhaupt nicht mögen? Ich meine, man kann doch gar nicht alles an jemanden nicht mögen. Also muss es doch auch Sachen geben, die man an jemanden mag. Ist es also so, dass uns unser Gehirn da einen Streich spielt, indem es unserem Bewusstsein nur die schlechten Dinge von jemandem bewusst macht? Oder ist es einfach so trainiert, dass es die schlechten Eigenschaften einfach ausfiltert, um uns sozusagen von negativen Erlebnissen zu schützen? Ich hätte eine einfache Antwort gehabt. Dritte Klasse, da mal hieß mein Mitschüler René Schleck und den habe ich gehasst. Aber also da hat mir kein Gehirnstreich gespielt. Der war richtig kacke zu mir und ich habe mich am Ende gerecht. Und das war schon von Anfang an so. Also du hast ihn gesehen und hast dir gedacht, dich hasse ich. Ich hasse den. Das war so ein richtiger, so ein Schläger, so ein bulliger Typ. 2 Köpfe größer als ich und er hat sich natürlich mich ausgesucht als Opfer. Also Moment, hast du ihn zuerst gehasst oder hat er dich zuerst verprügelt? Naja, die dritte Klasse ist länger her. Aha. Es war so ein Mischmasch, wenn ich das Fachwort hier benutzen darf. Hattet ihr da immer so ein Royal Rumble? Ja, naja, er und ich. Und das war schon von vornherein klar, dass dann niemand von außen dann auch irgendwie so das Ganze beeinflusst hat. Also unsere Lehrerin hat versucht, uns zu trennen. Ich weiß noch heute die Telefonnummer von ihm auswendig, weil ich so oft angerufen habe und Telefonstreiche gemacht habe. Zu spielen, alles klar. Genau. Wow. Das ist die Rache der Intellektuellen. Meine Herren, ich kann Telefon bedienen, du Opfer. Hey, das ist auch ein Ziel am Tag. Das ist etwas sehr Positives. Ich habe telefoniert. Ich habe einen Apparat bedient. Und was hast du dann gemacht? Ich hab nur reingerufen und gesagt, hier ist der Pizza-Service. Du kriegst keine Pizza mehr, du fettes Schwein. Ach nee, warte, ich habe ja so gesprochen. Hallo, hier ist der Pizza-Service. Brillant. Ja, ich befürchte es. So, Marita, deine Antwort auf die Frage. Meine Antwort auf die Frage ist, dass das Gehirn von Anfang an erstmal keine negative Meinung über irgendjemanden hat, es lernt Muster. Mhm. Und wenn wir das erste Mal Kontakt haben mit einem Schlägertypen oder einer totalen Bitch aus der Schule, dann lernt das Gehirn, wie funktioniert dieser Mensch? Also wie sind die Augen, wie ist die Stimme, wie ist die Gestik und die Körperhaltung? Was sind die ersten verbalen Ausdrücke von diesen Menschen? Und wenn wir einen neuen Menschen begegnen, den wir noch nicht kennen,
dann wendet das Gehirn diese abgespeicherten Muster auf den neuen Menschen an. Wenn es erkennt, die Augenstellung, die ist doch so ähnlich wie zu diesen Schlägertypen, total brutal und böse, dann ist die Stimme auch noch so komisch, dann sind die Augen vielleicht noch so kalt, so blau, keine Ahnung. Und die Haltung ist auch sehr feindselig. Er reibt sich schon die Fäuste ineinander, dann wissen wir, okay, gleich gibt es eine Faust ins Gesicht. Den mag ich nicht. Das heißt, das Gehirn hat abgespeicherte Muster von Verhalten, von Stimme, von der Art, wie wir verbalisieren, von der Art, wie wir jemandem gegenübertreten. Sind wir offen oder haben wir eine sehr geschlossene Haltung? Und dieses ganze Verhalten, diese ganze Gestik und Mimik und das Aussehen, das speichert das Gehirn ab. Und das wird wieder aufgerufen, weil das Gehirn möchte uns davor schützen, in Gefahren zu laufen. Das Gehirn möchte uns davor schützen, kaputt zu gehen. Aber das ist ja, fatal. Da gibt es ja auch noch die ganzen Spiegelneuronen. Das heißt, da kommt jemand, der sieht aus, keine Ahnung, wie du sagst, so, der reibt sich die Fäuste und so weiter. Und du denkst dir dann so, boah, das mache ich jetzt auch. Dann werde ich jetzt einfach auch der Schlägertyp. Und dann wechselt die Augenfarbe, stahlblau. Von dunkelbraun zu stahlblau, genau. Ja. Und dann verzügelst du immer alle. Einfach nur, weil die Spiegelneuronen dir sagen, ja gut, okay, das ist halt der krasseste und der hat hier irgendwie mega Respekt. Ja, das ist, wenn dein präfrontaler Kortex nicht so richtig funktioniert und so ein bisschen off ist, der macht gerade Feierabend. Und sozusagen einfach dein Urprogramm funktioniert, also dein Urhirn aktiv ist und einfach deine ganzen Reflexe da sind und du nicht nachdenkst. Wie kann man das vermeiden? Das kann man zum Beispiel durch Selbstkontrolle. Man kann lernen, sich selbst zu kontrollieren und ein Über-Ich zu entwickeln, was erstmal denkt, bevor es handelt. Oh, das ist ganz wichtig. Krass. Oder überhaupt denkt. Genau, gerade in Stresssituationen ist das Denken ja schon sehr eingeschränkt. Und das ist für viele Leute, wo man denkt, selbst eine verbale Auseinandersetzung ist ja ein Kampf. Und dann denkt man so, Mist, hätte ich mal das und das Argument verwendet, ich hätte so gut mich verbalisieren können. Und das fällt einem hinterher ein, wenn der Stress vorbei ist und wieder die Entspannung kommt. Das heißt, in einer Stresssituation ist das Gehirn unter enormer Anspannung. Es fließt sehr viel Testosteron beim Mann, sehr viel Adrenalin überhaupt. Und das Gehirn muss irgendwie funktionieren. Das ist eine große Leistung. Und Selbstkontrolle kann lernen, in diesen Prozess einzugreifen und zu sagen, okay, ich versuche das erstmal anders zu lösen. Ich reagiere nicht, sondern ich versuche erstmal das Ganze etwas zu neutralisieren und zu reden. Wenn dann die Faust kommt, dann kann man immer noch blocken. Ich verstehe. Ein Plädoyer für Pazifisten war das gerade. Erst reden, dann blocken. Und vielleicht gar nicht schlagen. Das finde ich gut. Es sind jetzt hier viele Wörter fallen hier wie Selbstkontrolle, Selbstdisziplin. Ich habe das Gefühl, deine Aufgabe, Marita, besteht darin, uns zu sagen, man darf auch an sich selber arbeiten und sich selber verbessern. Das ist unser aller Ziel. Im Endeffekt geht es ja darum, dass wir eigene Fehler vermeiden. Wir wollen niemanden wehtun und wir wollen ja eine kollektive Harmonie schaffen, weil nur durch Zusammenarbeit entsteht auch Produktivität. Wenn wir uns nur bekriegen, dann löschen wir immer wieder etwas aus, was jemand geschaffen hat. Das heißt, wir würden uns nicht weiterentwickeln. Und das ist auch das, woran ich arbeite und auch woran ich glaube, dass wir uns kollektiv gemeinsam entwickeln und produktiv sozusagen. Kooperation. Ja, Kooperation. Mhm. Das ist das Wort. Perfekt. Das wieder ein Fremdwort. Das klingt auf jeden Fall richtig, richtig clever. Und jetzt frage ich mich natürlich, wenn der Mensch genau so angelegt ist, wieso gibt es dann Kriege? Ist das ein direktes Resultat der 40-Stunden-Woche? Weil man dann so viel Stress hat und dann sich denkt, Mensch, was mache ich jetzt? Ich bin völlig überfordert und dann schlage ich halt jemanden und dann eskaliert's. Du meinst jetzt so Kleinkriege? Nö, ich meine schon große. Ich meine schon so. Meinst du, Hitler hatte eine 40-Stunden-Woche oder war das jetzt? Der hatte bestimmt mindestens 50. Du meinst, Hitler wäre entspannter, hätte der mehr Befugnisse abgegeben? Nee, hätte er einfach mehr Zeit darauf verwendet, sich selbst zu reflektieren und zu gucken, an welchen. Du meinst, Hitler hatte eine schlechte Selbstkontrolle. Selbstreflexion. Richtig. Also, sehr wichtiges gut. Wort. Hitler war auch nicht so ausgelegt auf Kooperation. Also ja, grundsätzlich. Ja, jetzt. Ja, also da gab es halt schon Konkurrenzdenken auch. Da war. So wie ich es jetzt höre, ist das alles Resultat von Stress. Ja, Stress und auch Angst. Auch. Ich glaube auch, dass eine Angst ist, dass wir ausgeschlossen werden aus der Gesellschaft und eine Angst, dass uns jemand angreift. Also wir wollen natürlich Stärke zeigen, wir wollen stärker sein als der andere
Und wir gewinnen Stärke, indem wir zum Beispiel Leute um uns herum scharren, die uns dann sozusagen beschützen. Wir sind ein Clan, wir sind eine Gruppe, keiner kann uns was. Und wir wollen keine Außenseiter sein. Wir gewinnen ja auch Stärke durch Erfahrung, oder? Also wenn du jetzt irgendwie merkst, ey, ich bin jetzt hier nicht der Stärkste im Raum, aber ich werde trotzdem nicht zusammengeschlagen, dann ist das ja auch eine Erfahrung, die dann dazu beiträgt, dass du das nächste Mal vielleicht selbstsicherer auftrittst. Ja, das ist intellektuelle Stärke. Ach so. Ich schreib's mit. Ja, ja, mach das. Ihr kriegt ein Skript nachher. Intellektuelle. Boah, das kann Stärke. Ich wieder nicht schreiben, ey. Ich schreibe einfach nur Stärke. Ich schreibe einfach nur Stärke. Okay. I-Punkt Stärke. Ihr dürft gerne raten. Ich bin mir nicht sicher, aber mal gucken, ob ihr das rauskriegt. So wie du deine Seele behalten hast und die Seele ja das Gehirn zum Sitz hat, wirst du mich angesichts all der chirurgischen Instrumente leicht verstehen, wenn ich dir sage, dass ich nur das Gehirn Jupiters mit dem deinen vertauscht habe und dass das Seinige nun in deinem menschlichen Werkel wohnt. Zitat Ende. Ladies first, Marita. Ich muss denken. Es dauert jetzt ein bisschen. Ich näher mich mal dem an. Mhm. Spricht dieser Mensch Deutsch? Nein. Also das weiß ich nicht, aber das ist jedenfalls im Original nicht Deutsch gewesen. Gut, im Original. Es ist vielleicht schlecht übersetzt. Das muss ein Grieche sein. Nein. Wegen Jupiter. Oder es ist ein Römer, aber... Kepler. Oder war es Kepler? Nein, es ist ein Franzose. Was? Voltaire? Der benutzt aber Wörter. Der benutzt Wörter. Charles de Gaulle, Nicolas Sarkozy, François Hollande? Dicht bei. Klingt auch hier dieser eine Fußballer, wie hieß der denn, der diesen Kopfschuss gemacht hat zum Schluss? Nee. Kein Fußballer? Nein. Ist es ein Sportler? Rechtsanwalt. Auch noch. Wie heißt dieser französische Rechtsanwalt? Anfang des 20. Jahrhunderts. Kommt schon, Leute, gebt euch einen Ruck. Ich gehe alle Franzosen durch, die ich kenne. Descartes war nicht schlecht, also es ist, aber ich glaube, Descartes war früher. Okay, vielleicht kennt ihr den nicht, keine Ahnung. Ist es einer meiner Lieblingsschriftsteller? Ach, vielleicht kennen wir ihn nicht. Ja, Pascal? Es ist tatsächlich ein. Also, René. Geoffroy. François. Stopp, Franco, einmal zurück bitte. Er heißt tatsächlich Maurice Renard. Also und René, relativ dicht dran. Maurice Renard ist ein Jurist gewesen in Frankreich Anfang des 20. Jahrhunderts, aber er hat auch sehr, sehr witzige Bücher geschrieben, unter anderem Der Mensch unter den Mikroben. Aber dieses Zitat hier ist aus Der Dr. Lern. Und bei Der Dr. Lern geht es darum, dass ein Mensch zu seinem Onkel fährt und dieser Onkel macht witzige Experimente mit seinem Gehirn, also mit Gehirnen grundsätzlich, und er hat einen Assistenten und dieser Assistent ist sehr bösartig, denn er tauscht einfach sein Gehirn mit dem Gehirn von Dr. Lern. Und der Neffe, der wundert sich dann auch die ganze Zeit, also mein Onkel war doch früher viel, viel intelligenter und der ist jetzt auf einmal so anders vom Wesen her. Er ist anders geworden. Könnte auch Alzheimer sein, aber... ja, natürlich, also könnte alles Mögliche sein. Aber in diesem Buch hat dieser Doktor halt verschiedene Kühe und auch Bullen und der eine Bulle, der heißt Jupiter. Und der Doktor, also der Assistent in Anführungsstrichen, hat jetzt das Gehirn von dem Neffen mit dem Gehirn des Bullen getauscht. Und an dieser Stelle habe ich gedacht, das Buch ist ein bisschen unrealistisch, weil die ja unterschiedlich groß sind. Oh. Ja, und unterschiedlich organisiert und sowas, ja, würde ich auch mal so sagen. Aber ansonsten ein sehr, sehr... naturwissenschaftlich fundiertes Buch. Das ist aus dieser Kopftransplantation geworden. Da gab es doch irgendwie vor 2 Jahren einen Arzt, der einen Kopf oder das Gehirn eines gesunden Menschen, eigentlich den kompletten Kopf auf einen Körper eines Menschen, der im Rollstuhl sitzt, transplantieren wollte, weil das Problem motorische Areale sind. Ich weiß nicht, was aus dem geworden ist. Habt ihr davon was gehört? Keine Ahnung. Fredanko, du kennst dich mit Sylvester Stallone besser aus. Hat er einen neuen Film gedreht? Nein. Ich habe tatsächlich, Marita, wo du sagst, es klingelt bei mir im Kopf, dass ich darüber auch mal was gelesen habe. In irgendwelchen Zeitungen, so als hinten, so im
Feuilleton. Im Sergio. Aber davor. Sergio Ganaderos war das. Sergio. Wir kommen mal zu meinem Zitat, würde ich sagen, bevor wir hier die ganzen offenen Enden nicht zusammenschnüren können. Und zwar geht das Zitat so. Das menschliche Gehirn ist eine großartige Sache. Das war's? Das war's? Nee, das geht noch weiter. Ich wollte nur mal es wirken lassen. Das menschliche Gehirn ist eine großartige Sache. Es funktioniert vom Moment der Geburt an bis zu dem Zeitpunkt, wo du aufstehst, um eine Rede zu halten. Oh, wieder so einer. Das ist ein Mann auf jeden Fall. Wow, war das Mark Twain? Oh, guter Tipp. Was hast du für eine Idee, Gesche? Weiß ich nicht. Könnte es ein Politiker sein? Ein Wrestler. Was? Nein. Wirklich? Nein, es war Mark Twain. Es ist Mark Twain. Es ist Mark Twain. Es ist Mark Twain. Alles klar. Übrigens, das liegt daran, dass ich gestern einen Film geschaut habe, und zwar Der Wrestler. Was? Du hast wirklich Der Wrestler geguckt? Ja, ich habe gestern einen Film geschaut. Das wollte ich dir noch sagen, Gesche. Ja, sehr gut. Du hast Der Wrestler geguckt? Und wie kommst du da auf Mark Twain? Mein Gehirn hat Dinge verbunden. Das ist ja unfassbar. Es hat uraltes Wissen hervorgekramt, als es den Wrestler gesehen hat. Wahrscheinlich. Ja, aber kennt ihr die Situation, dass ihr denkt, oh, jetzt ist ja eher so eine Blackout-Geschichte. Ich habe das jetzt übertragen, mit Rede zu halten. Du kannst ja auch was anderes nehmen, wo du aufstehst, vor einem Publikum stehst und plötzlich läuft was schief oder irgendwas geht nicht so richtig, wie du es vorgenommen hast. Das ist ja genau das Thema, was auch Marita schon angesprochen hatte, mit dem Stress, dass du eben in einer ungewohnten Situation bist und mit vielen, vielen anderen Menschen, denen du eigentlich ausgeliefert bist. Mhm. Ich glaube, daran kann man nur arbeiten, indem man es immer und immer und immer wieder macht. Oder gibt es da noch andere Möglichkeiten? Wie so viele Sachen. Diese Geschichte, dass man sich das Publikum nackt vorstellt? Nein, das funktioniert auch nicht. Also ich werde dann immer ganz nervös und beschämt und es wird peinlich. Und Marita, dann denke ich auch so, eigentlich, rot. Nein, jetzt habe ich so gute Bilder und ich bin ich kann mir unglaublich gut Menschen nackt vorstellen und überhaupt, also meine visuelle Vorstellungskraft ist so groß, dass ich versuche, sie, wenn möglich, erstmal nicht einzusetzen. Marita, da ist ein Sabberfaden. Alles gut. Ja? Alles gut. Ich stellte mir gerade vor, wie du vor der Präsentation plötzlich rot wirst und Speichel läuft dir den Mund raus, weil du zu sehr in deiner visuellen Welt gefangen bist. Hör auf, dir die Sachen loyal nackt vorzustellen. Entschuldigung, ich kann nicht anders. Ja, ich habe es jetzt gelernt und das ist jetzt die große Antwort auf Geschers Frage. Ich bin gespannt, ich erinnere mich an meine eigene Frage einfach nicht mehr. Genau, kann man sozusagen lernen, nicht mehr so aufgeregt zu sein, oder gibt es einen Trick sozusagen, wie man sein Gehirn austricksen kann in dieser Situation? Ah, diese Tatsächlich Frage. Heißt das Ganze, man hat ja eine Angst sozusagen, sich zu blamieren. Mhm. Und die Sache heißt Konfrontation, also man muss sich immer wieder mit seinen eigenen Ängsten konfrontieren, um zu erfahren, dass die Situation ja gar nicht so schlimm ist. Und in der Situation sollte man einfach keine Negativerwartungen haben, weil die Angst ist ja eine Erwartung, dass etwas ganz Schlimmes passiert. Weil ansonsten hat man keine Angst, vor einem Publikum zu stehen. Man denkt, es lacht einen aus, man selber ist plötzlich nackt, wie in Träumen das gerne passiert. Und das muss man erstmal ein bisschen runterkriegen und das Gehirn aus diesem Stress rausholen. Also sobald man Angst hat, hat man Stress. Und dann ist es so, dass man natürlich dieses Blackout hat, weil das Gehirn kommuniziert über eine Art Frequenz. Das heißt, Nervenzellen feuern im Takt miteinander. Und sie unterhalten sich über gewisse Feuerraten. Das heißt, wie viel Impulse pro Sekunde wird über das Nervennetz weitergegeben? An zum Beispiel ein anderes Cluster von Nervenzellen in einem anderen Areal. Na, alle Areale im Gehirn kommunizieren miteinander. Und Stress induziert eine Art Ungleichgewicht. Das heißt, es bringt den Rhythmus aus dem Takt. Und wenn der Rhythmus aus dem Takt gerät, können Informationen nicht mehr weitergeleitet werden. Und dadurch kommt dieses Blackout. Das heißt, die Information wird einfach nicht mehr weiter transformiert. Die Information kommt nicht mehr an, wo sie ankommen soll, wird nicht mehr weitergeleitet. Da entstehen Fehler. Und dadurch haben wir erstmal dieses Blackout. Und wir müssen aus diesem Stress rauskommen. Wir müssen uns wieder beruhigen. Also mir gelingt das immer gut, wenn ich vorher irgendwie so eine Situation wie eine Rede habe und die vor Freunden halte, also die mir wohlgesonnen sind, wo mir nichts passieren kann, wo ich das weiß. Und wenn ich dann weiß, hier hat's geklappt, dann unterstützt mich das dabei, das auch vor fremdem Publikum zu machen. Wenn dir die Freunde dann auch sagen, du Franco, also ich glaube, diese Rede solltest du nochmal überdenken. Was?
Aber das hat zwei Gründe. A, du hast den Vortrag gehalten. Das ist eine Situation, egal vor wen, du hast einen Vortrag gehalten. Der ist gut gelaufen. Das heißt, du hast erstmal eine positive Erfahrung gemacht in dieser Situation. Diese positive Erfahrung nimmst du in die neue Situation mit rein, weil du weißt, du hast diesen Vortrag einmal schon gehalten und die Erfahrung war ganz toll. Du hast von den Freunden etwas Kritik bekommen. Du weißt, jetzt weiß ich, was ich besser machen kann. Aber du hast Selbstbewusstsein dadurch gewonnen. Das heißt, Selbstbewusstsein entstresst. Das entstresst schon mal extrem. Mhm. Und du hast schon mal trainiert, das heißt, du hast dein komplettes Gehirn auf diesen Vortrag und auf deine Sprachausgabe und dein Verständnis von dem Vortrag trainiert. Alles lief schon einmal ab, der komplette Loop ist einmal abgespielt. Das heißt, du hast alle deine Synapsen auch gestärkt. Die Information, die du generierst, die ist schon viel, viel stärker als davor. Deswegen sollte man einen Vortrag auch mindestens einmal durchspielen, weil man dann auch weiß, wie man in gewissen Situationen reagiert oder wie man artikuliert. Also das muss ich auch machen. Wenn ich das nicht mache, dann fange ich an mit Das ist ganz wichtig. Also das sind diese zwei Punkte sozusagen, die da eine Rolle spielen. Du hast ja jetzt gerade auch angesprochen davor, dass sich die unterschiedlichen Hirnareale mit bestimmten Frequenzen die verständigen, nicht wahr? Ja. Bei meiner Recherche zu einer Frage, die das Internet stellt, da hat auch jemand hier gefragt, wie viel Megahertz hat eigentlich unser Gehirn? Und irgendjemand hat dann darunter geschrieben, bis 70 Hertz. Daraufhin hat dann der ursprüngliche Fragensteller gesagt, bis 70 Hertz, das ist ja gar nichts. Wieso sagen dann alle, wir sind besser als Computer? Fragezeichen. Also tatsächlich müssen wir auf Einzelneuronen gehen. Also das heißt, wie schnell kann ein Neuron feuern? Und da gibt es verschiedene Typen von Neuronen, die unterschiedlich stark feuern können. Ach. Und als ich mit zum Beispiel Daten von Affen gearbeitet habe, das heißt, ich habe so Single-Unit-Recordings gehabt, das heißt Einzelneuronenableitungen, dann gab es schon Feuerraten von knapp über 200 Hertz. Aber ich würde noch nicht davon sprechen, dass wir im Megahertz-Bereich sind, weil dann ist das Neuron tot. Mhm. Also Megahertz werden wir nicht erreichen. Aber wenn der nur 70 hatte, dann war der ja döver als ein Affe. Also halb so, nicht mal halb. Naja, also es lag immer daran, wann misst man diese 70 Hertz. Also und in welchem Areal misst man das? Jedes Areal hat bei gewissen Aufgaben auch eine Art Rolle. Zum Beispiel, wenn du etwas siehst, du öffnest deine Augen, du guckst Netflix, dann ist erstmal dein visuelles Areal hochaktiv. Und es muss ja alles in verarbeiten, was du siehst, also die Farben, die Form, die Bewegung. Und dann kommen weitere Areale hinzu, wenn du den Film schon gesehen hast. Ist der bekannt oder nicht bekannt? Und das kann halt in verschiedenen Frequenzen gehen. Das heißt, wenn du schläfst, dann bist du meistens im Delta- und Theta-Bereich bis Alpha-Wellenbereich. Das heißt, dein Gehirn feuert von 3 Hertz bis ungefähr 8 Hertz, teilweise bis 13 Hertz. Also wenn du zum Beispiel jetzt wach bist und du bist ganz entspannt, du schließt deine Augen, du meditierst, feuert dein Gehirn im Alpha-Wellenbereich und die meisten Gehirnareale feuern in diesem Bereich. Und das ist so 8 bis 13 Hertz. Das ist wiederum ziemlich wenig. Das ist wenig erstmal, aber das ist auch gut für das Gehirn, weil das Gehirn kann in dem Moment entspannen. Es ist auch ganz wichtig, dass wir entspannen und dass wir auch genug schlafen. Und da möchte ich etwas reinschmeißen, der Schlaf. Das ist super wichtig. Das ist auch für unsere Hörer sehr, sehr wichtig zu wissen. Wir haben ein glymphatisches System im Gehirn. Das heißt, ihr kennt ja das lymphatische System im Körper mit den Lymphknoten, die anschwellen, wenn wir krank sind. Und die Lymphe sind dafür da, Giftstoffe aus dem Körper zu schleusen. Die werden meistens über den Urin abgegeben. Wenn wir im Gehirn Neurotransmitter ausschütten und manche gehen kaputt und werden sozusagen als Zellmüll abgegeben, dann geschieht das durch das glymphatische System. Und das ist ein System, was zum Beispiel Blutgefäße umgibt. Das ist wie Räume um das Blutgefäßsystem. Wenn wir schlafen und das Gehirn feuert zum Beispiel im Delta-Bereich oder im Alpha-Wellenbereich, dann sind diese Räume relativ weit. Das heißt, alles entspannt sich. Und Zellmüll kann aus zum Beispiel Verknüpfung, also zum Beispiel, ihr kennt ja das Wort Synapse, hoffe ich jetzt mal. Ich kenn's. Das heißt, das sind die Verbindungsstellen zwischen den Nervenzellen. Ah, sie hat es nochmal erklärt. Neurotransmitter,
die nicht mehr recycelt werden, die werden sozusagen ausgeschieden als Zellmüll. Die sind unbrauchbar und das Gehirn muss diesen Zellmüll schnell loswerden. Ansonsten kennt ihr ja die Wohnung von Messis, dann ist alles voll mit Müll und ihr könnt da nicht mehr durchlaufen, ihr könnt nicht mehr arbeiten, nichts funktioniert mehr. Das ist die Katastrophe. Aber zum Glück habt ihr ein intelligentes Gehirn, das diese Katastrophe für euch im Schlaf sozusagen beseitigt. Und das geschieht durch das glymphatische System. Zellmüll wird sozusagen in diese Glymphe, in diese Art Zellflüssigkeit abgegeben. Das wiederum wird dann in das Blutgefäßsystem abgegeben, geht dann in den Körper und wird dann ausgeschieden. Wenn wir uns jetzt stressen oder wir sagen zum Beispiel, ach, wir brauchen gar nicht schlafen, 3 Stunden reicht, dann ist das Gehirn ständig unter Anspannung. Die Räume, dieses Volumen vom glymphatischen System verengt sich. Das passiert übrigens auch beim Rauchen. Nikotin verengt Blutgefäße. Und im Gehirn passiert Ähnliches bei Stress. Alles verengt sich und der Zellmüll kann nicht mehr abtransportiert werden. Der bleibt im Gehirn. Das heißt, das Gehirn vergiftet sich und es entstehen auch entzündliche Prozesse im Gehirn. Es ist nicht intelligent, nicht zu schlafen. Das heißt, wenn ich auf die Toilette gehe, dann kommt da, also was da unten so rauskommt, das ist auch Zellmüll? Ja, definitiv. Ganz viel Zellmüll. Deswegen immer viel trinken, um ordentlich viel Zellmüll in Flüssigkeit auszuscheiden. Das ist alles Zellmüll. Das nächste Mal, wenn ich auf die Toilette gehe, sage ich, wer hat hier nicht gespült? Hier ist alles voller Zellmüll. Schlafen, trinken, pullern. Okay. Nicht schlecht. Also deine Antwort hilft mir vor allem auch auf mein ewiges Problem, den Mut zu finden, jemanden anzusprechen und zu flirten. Ach so. Ich sag's ganz direkt. Weil das, was du ja gerade beschrieben hast, ich bin in einer Stresssituation. Also wir stellen uns eine Situation vor. Wir bauen uns einen Bahnhof, so einen alten Güterbahnhof. Es ist spät abends und ich denke, die Frau, die sprichst du noch an. Ich gehe zu ihr hin, aber voller Stress. Beim Güterbahnhof? Jetzt mal, ich habe nur mal ein Beispiel gestellt. Der romantischste Ort, Ja, es ist ein sehr, sehr romantischer Ort, aber du hast dich nicht in den Falkenkeller getraut, aber du traust dich abends allein auf den Güterbahnhof. Jetzt, da sind die heißesten Schnitten meistens. Pass auf, dass sie dich nicht überfallen. Jetzt will ich da hingehen, will sie ansprechen und zack, Stress im Gehirn. Zack, ich vergesse, die Neurotransmitter funktionieren nicht mehr, die Synapsen fallen aus. Spielt ja in dieser Situation auch überhaupt keine Rolle, weil dann ja der Güterzug an dir vorbei rauscht. Ich, Schlaufuchs, warte natürlich ab, wann sie fahren und wann nicht. Hab mir im Fahrplan schon die richtige Stelle rausgesucht, wann ich die Schnitte der Wahl ansprechen kann. Geh also hin und weiß jetzt, Freundchen, bevor du das beim nächsten Mal machst, üb vorher mit Freunden zum Beispiel. Mhm. Damit das nicht hilft, passiert. Ja. Das hilft. Ja. Ist ja auch ein Lebenstipp jetzt, den du uns hier verpackt hast. Nice. Genau. Also, wenn du die Sachen mehrmals wiederholst, sind sie schon mal stärker auch repräsentativ in deinem Gehirn. Das heißt, dass ein Blackout passiert, ist nicht mehr so häufig, weil deine Erinnerung an die Worte, die du wählen möchtest, sind viel, viel stärker. Die Information sozusagen, die ist wirklich da. Es ist schwieriger, sie zu vergessen, als wenn du noch gar nicht die Worte zurechtgelegt hast und reagieren musst. Definitiv über deinen Text, vielleicht über deinen Text in Kontextrelation. Schöne Umgebung hier, was? Und solltest du dich doch versprechen und du hast das Gefühl, es wird jetzt eine Blamage, sprich das einfach deutlich an und sag, boah, eigentlich wollte ich dich gerade ansprechen, ich wollte dich kennenlernen, aber ich bin so nervös gerade, weil du mir so gut gefällst. Ich habe mich voll versprochen, das ist jetzt, es tut mir voll leid, aber... Okay, Marita. Klär die Situation auf. Hand aufs Herz. Wie viele Männer haben das schon zu dir gesagt? Zu mir? Ich wurde noch nie auf dem Güterbahnhof angesprochen, muss ich sagen. Wie viele Männer haben das grundsätzlich schon zu dir gesagt? Du versuchst wirklich krampfhaft aus unserem Podcast so einen Insel- und pubertierenden Workshop zu machen. Nee, ein Workshop, wie flirtet man richtig? Ich merke gerade, ich muss an meinem Gehirn arbeiten, damit das mit den Schnitten klappt. Das ist für mich gerade ein innerer Reifeprozess. Von mir aus. Die Frage ist auch immer, was ist dein Ziel bei den Schnitten? Möchtest du einen One-Night-Stand oder möchtest du, dass die Frau vielleicht auch deine zukünftige Partnerin wird? Dann ist es natürlich wichtig, wie reagiert die Frau? Wenn die Frau dich einfach auslacht und dann weiß ich nicht, ob sich das überhaupt lohnt. Vielleicht ist auch charakterlich was nicht ganz passend. Bei der Frau, Aber auf deine Frage zurückzukommen. Ja. Ist mir das auch passiert, dass mich jemand angesprochen hat und der war so nervös, dass ich gemerkt habe, wow, der ist ja voll knuffig und ich seine Situation so verstanden habe, dass ich ihm erstmal gesagt habe, so, hey, komm erstmal runter, ich gebe dir ein Bier aus und dann quatschen wir nochmal.
Und ist am Ende dann da ein One-Night-Stand raus geworden oder ist das jetzt dein Lebenspartner? Eine beste Freundschaft. Okay. Moment mal, das war eher so. Ja, Gescher. Du hast mir niemals ein Bier ausgegeben. Das war's nicht du, Gescher. Was wäre, wenn? Ja, was wäre denn, wenn? Ja, die darf jeder von euch individuell beantworten. Vielleicht Gescher zuerst und dann kommt die Expertin. Individuell, das ist nett. Ja, ich bitte darum. Sonst ich antworte für Marita. Ganz unabhängig vom Güterbahnhof-Geschichten. Also, was wäre, wenn du auf eine Hälfte des Gehirns verzichtet müsstest? Welche wäre das und warum? Gescher. Das ist ja so eine sehr klassische Einteilung, dass du sagst, irgendwie die linke Gehirnhälfte übernimmt andere Sachen als die rechte Gehirnhälfte. Und wenn ich da richtig informiert bin, aber das wird Marita bestimmt besser wissen, ist das eine sehr grobschlächtige Einteilung, die aber so gar nicht stimmt. Denn die ganzen, es kommt eben auf die Synapsen an, auf die Verbindungen zwischen den verschiedenen Gehirnarealen. Ich würde eigentlich sehr gern auf gar keine Gehirnhälfte verzichten wollen. Mir fällt es sehr, sehr schwierig, darauf eine Antwort zu finden, weil ich doch der Meinung bin, dass das Gehirn als Gesamtkonstrukt am besten funktioniert. Das ist weise, ja. Danke, dann ja, vielen Dank für dieses bestechende Gestammel. Dann kommt die Expertin. Die Expertin. wenn ich mich entscheiden müsste... Wenn jetzt ich Marita sagen würde, ey, die Linke, da passiert eigentlich nie was... Du bist schon raus, Gescher. Du hast gesagt, ist egal. Ja. 50. Also eine ganze Gehirnhälfte. Das ist schon sehr, sehr schwierig. Wenn derjenige schafft, dass meine ganzen Blutgefäße auf der einen Seite so ein bisschen nicht auslaufen und ich dann an Blutverlust sterbe. Schafft er. Mhm. Tatsächlich gibt es schon Fälle, wo bei Kindern zum Beispiel fast das halbe Gehirn entfernt werden musste. Und die Kinder trotzdem in der Lage waren, zu leben, zu kommunizieren, zu artikulieren. Wenn ich mich entscheiden müsste, und das ist eine sehr harte Entscheidung, dann würde ich sagen, ich würde mich für meine linke Gehirnhälfte entscheiden, weil ich bin Rechtshänder und da ist ein neurobiologischer Fakt. Rechtshänder haben ihr Sprachareal auf der linken Hemisphäre. Das heißt, wir haben unser Broca-Areal für die Sprachausgabe und unser Wernicke-Areal für das Sprachverständnis. Und natürlich die motorischen Areale für die Hände, ne, für die Bewegung sozusagen, für Arme und Beine. Dann würde ich mich für meine linke Gehirnhälfte entscheiden, damit ich mich noch artikulieren kann. Okay, ich nehme auch alles links. Alles andere müsste ich dann über Tricks ein bisschen erlernen. Du würdest dich entscheiden, sie zu behalten. Ich dachte gerade, und warum willst du sie verlieren? Ah, ja, nee, okay. Nee, ich möchte sie behalten. Allerdings werden wir alle Behinderungen davon tragen. Also so oder so werden wir nicht mehr richtig funktionieren. Aber du kannst noch reden. Wäre doch ganz nett. Ich kann reden, ich kann mich ein bisschen verständigen und ich kann auch Dinge erkennen. Also auch visuell. Dinge erkennen. Das ist wichtig. Das ist wichtig, Gescher. Warum hast du nicht die genommen? Genau. Also warum ich würde noch so weit funktionieren. Ich müsste ein bisschen tricksen, um mich so richtig fortzubewegen und auch zu sehen. Ne? Also ihr wisst ja, im Gehirn läuft alles so ein bisschen reziprok. Also das heißt, das, was dein rechtes Gesichtsfeld sieht, wird auf die linke Körperseite übertragen. Und das, was deine linke zum Beispiel Gehirnhälfte plant, sagen wir mal dein linkes motorisches Areal, wird auf deine rechte Extremität übertragen zu 90% circa. Also es laufen Fasern immer überkreuzt. Warum hat das die Natur so gemacht? Das versuchen Neurowissenschaftler tatsächlich herauszufinden, warum diese Überkreuzung stattgefunden hat. Und das wurde bisher... Das ist ein einziges Kuddelmuddel. Das wurde noch nicht geklärt tatsächlich. Aber nicht alles überkreuzt hundertprozentig. Zum Beispiel motorische Bahnen, die überkreuzen zu einem gewissen Prozentteil. Aber es laufen auch Bahnen ipsilateral. Ipsilateral heißt sozusagen auf derselben Hälfte. Deswegen können wir uns auch noch motorisch bewegen, wenn eine Gehirnhälfte oder wenn wir zum Beispiel einen Schlaganfall haben, dann werden wir erstmal Probleme haben, die betroffene kontralaterale, also entgegengesetzte Seite zu bewegen. Das heißt, ich werde erstmal wie ein Schlaganfallpatient mich fühlen, wenn ich meine Gehirnhälfte verliere, meine rechte, werde ich links erstmal weder den Arm noch das Bein bewegen können. Meine linke Gesichtsmuskulatur ist teilweise gelähmt. Das wird erstmal schwer zu leben. Aber mit richtigen Rehabilitationsmaßnahmen und natürlich unserem Exoskelett wird das alles dann schon funktionieren. Mit der intelligenten Jacke. Ha. Genau. Haben wir gemerkt. Wieder.
Ich finde es aber auf jeden Fall gut, dass Marita jetzt gerade nochmal positives Feedback gegeben hat, denn so konntest du auch besser lernen. Was denkst du, was ich mir auf den Zettel geschrieben habe? So viele Wörter. Weiß ich nicht. Mein letztes ist reziprok. Wie viele Zettel hast du denn schon? 3. Wow, wie groß sind die? Kritzel. DINA 2. Das sind eher so Plakate. Das erklärt die Akustik. Das Rascheln? Es tut mir leid. Dann komm mal zu deinem Was-wäre-wenn. Was wäre, wenn euer Gehirn eine direkte USB-C-Schnittstelle hätte? Im Moment, kommt da was raus oder rein? Beidseitig, ne? Das ist ja, und vor allem, du kannst ja damit Energie übertragen, aber du kannst natürlich auch Daten übertragen. Ich könnte auch mein Smartphone daran aufladen und Daten vom Smartphone da reinladen. Wo ist die denn? Richtig. An welchem Areal ist die denn angeknüpft? Also ich meine, an der Brücke. Die kann ja nicht irgendwo sein. Ne? Also die Areale, es muss auch irgendwo ein Output haben. Also wo genau ist diese USB-C-Schnittstelle? Natürlich an der Amygdala. Oh, das ist ganz schlecht. Das ist wirklich schlecht. Das ist ganz schlecht. Das ist unangenehm. Das habe ich mir nicht ausgedacht. So ist das Patent. Das ist richtig schlecht. Also ja. Dann hast du nur negativ Output. Zack, in die Großhirnrinde reingerammt. Am besten ins Stammhirn. Stammhirn zack, irgendwo Stammhirn. Ne, hinten und dann kommt das raus. Dann so. Hast du die meisten Neurone abgegriffen. Also jetzt muss ich mal natürlich, ich habe jetzt am Anfang der Folge hätte ich gesagt, ja, was für eine geile Idee. Und jetzt muss ich sagen, halt, stopp, Gesha. Du verwechselst wieder was wir gelernt haben, dass das Gehirn keine Festplatte ist. Du kannst nicht einfach da drauf. Es geht mir eben nicht darum, dass man da jetzt Festplatteninformationen austauscht. Aber was wäre, wenn das eine Synapse wäre, die nach außen funktioniert? Also, dass du da praktisch hast, die Möglichkeit hast, dich mit vielleicht einem anderen Gehirn zu verbinden. Du meinst, meine Flirtversuche hätten eigentlich eine Chance? Das ist ein bisschen wie Avatar. Ich würde einfach der Frau ein Kabel. Du musst einfach nur deinen Kopf in den Hirnrahmen den anderen Kopf lehnen. Und zack, gegen. Ja, oder dein USB-Output sozusagen verbinden. Das heißt, über dein USB-C, über deine USB-C-Schnittstelle verbindest du dich mit der USB-C-Schnittstelle eines anderen. Da musste ich aber immer ein Kabel dabei haben. Natürlich. Ich würde gern mit dir flirten, aber ich habe leider kein Kabel dabei. Ja, der andere hat ein Kabel dabei. Das ist wie mit dem Gummi. Einer hat es immer. Einer hat immer ein Kabel dabei. Also, ich merke schon. Also, ich würde, wow, da könnte man eine ganz neue Welt erforschen damit. Aber man müsste sich immer den Kopf an der Stelle rasieren. Weißt du, wisst ihr? Und das wäre, wie sieht man aus? Wie sieht man aus? An der Stelle habe ich keine Haare mehr. Das wäre egal. Bitte? Du hast am Stammhirn keine Haare? Was? Das im Nacken, da hat man keine Haare. Ach so, das Stammhirn. Ach so, ja, ihr redet von dem. Alles wegrasiert. Das Stammhirn im Nacken. Ja, dann nehme ich die USB. Aber USB-C? Ich hätte lieber eine USB-C Mini. Stellt ihr da? Ach, du Ästhet. Also früher habe ich mir das immer gewünscht in der Schulzeit. Oh, wenn ich jetzt einfach das Französischbuch, die Vokabeln, zack, einfach rein in Matrix, den Kopf. Matrix, ne? Mm, so einfach mal hinten anstöpseln und alles reinladen ins Gehirn. Kung Fu. Und auch wieder rausladen. Aber so leicht machen sie es uns nicht. So, wir besprechen heute das Album von Infected Mushroom, einer israelischen Band. Das neueste Album von denen und es heißt, ja, wie heißt es? More Than Just a Name. Dankeschön. Was für ein Name. Einer hat aufgepasst, wunderbar. Von 2020, wirklich aktuell. Die Band gibt es ja schon seit 1999, da hat sie sich gegründet. Das ist ein Duo und die machen, ja, was machen die für Musik? Ich kannte sie vorher nicht. Psychedelic Band würde ich jetzt mal so würde ich sie einordnen. Ihr könnt das gerne natürlich noch genauer halten. Interessant ist, finde ich, den Fun Fact gebe ich nochmal, dass sie bei Computerspielern wohl eine gewisse Bekanntheit erlangt haben. Von dem Stück Nevermind gibt es wohl bei League of Legends irgendwie eine Version, die da im Hintergrund düdelt. Okay. Das war jetzt nicht so präzise von mir formuliert, aber ihr wisst, was ich meine. Wahrscheinlich hast du dir vorher den Wikipedia-Artikel durchgelesen. Auch. Ah, auch. Ja, okay, alles klar. Auch. Ich habe mir das Album in erster Linie angehört. Das, gibt's ein Album? Ja, bitte. Oh, das habe ich auch. Sehr gut. Das Album hat 8 Songs, es dauert ungefähr 58 Minuten. Bitte, Gesha. Ja, ich fand den ersten Song auf jeden Fall unglaublich gut. Und das gesamte Album auch, also das ist nicht das erste Album, was ich von den Infected Mushrooms gehört habe. Es kommen da immer mal wieder Motive drin vor, die sich wiederholen.
sehr, sehr elektronische Musik, aber auf gar keinen Fall stumpf, sehr, sehr abwechslungsreich. Das ist das, was mich da eigentlich am meisten gereizt hat. Und gerade beim ersten Song, More of Just the Same, haben wir eben auch eine schöne eingängige Melodie, die als Motiv immer und immer wiederholt wird, aber in unterschiedlichen Arten und Weisen. Und ich mag die Entwicklung dieses Songs sehr gerne. Ich schließe mich mal direkt an. Ich mochte den auch richtig gerne. Der hat allerdings die Messlatte sehr hochgelegt. Ich, wie gesagt, höre sonst solche Musik nicht und dachte einfach, okay, wenn wir jetzt hier drüber reden, muss ich es hören. Guckst du mal, was passiert, und merkte dann, wie ich anfing, so mich zu bewegen zur Musik, und dachte, ach, guck an, was mit deinem Körper passiert. Ach, der fühlt die Musik schon. You are infected. Ja. Krass. So. Was passiert da bei dir? Und all diese, ja, es war eben nur diese eine Phrase, die eigentlich immer wiederholt wurde, ne? More of Just the Same. Das ist ja eigentlich ziemlich ironisch, ne? Weil richtig. Das irgendwie eben nicht More of Just the Same ist, sondern eben ein bisschen was anderes ist als normal. Dazu muss ich auch etwas sagen. Bitte. Ja. Erstmal zur Band, also Infected Mushrooms sind die ersten Pilze, die ich wirklich mag. Also ich mag ja keine Pilze, ne? Ich mag auch keine Champignons. Habe ich nie gemocht. Aber ich hatte auch niemals Pilze in den Audiogängen meines Gehirns. Also es hat mir wirklich sehr gefallen. Und was ich mag, in allen Liedern, auch in dem ersten, sind diese plötzlichen Wendungen. Also die Stimmung hat sich verändert, die Klänge haben sich ständig verändert, die Rhythmen, das Tempo, alles war so ein Wechselspiel, und es hat Spaß gemacht. Also es ist nicht so, wie man etwas erwarten würde. Und More of Just the Same, ja, definitiv meinte es das nicht. Und zwar wollten sie weg von wir wiederholen uns. Das kann ich jetzt wieder als Neurobiologin sagen. Wir Menschen wollen etwas Neues lernen, wir wollen Neues erfahren, wir brauchen einfach ständig neuen Input. Deswegen brauchen wir Entertainment. Und wenn wir Bands hören, die immer gleich klingen, oder wenn wir in einem Alltag leben, der immer gleich ist, dann werden wir immer ein bisschen misanthropischer, ein bisschen lethargischer und depressiver. Bei dem Album hatte ich tatsächlich, das war so ein bisschen hin und her gerissen, weil ich zum Beispiel bis auf den ersten Song relativ lange brauchte, um die anderen 6 Songs voneinander zu unterscheiden. Also das heißt, theoretisch könnte ich jetzt sagen, okay, aber es war ja dann immer dasselbe, war es aber dann doch nicht. Denn innerhalb dieser Songs passieren immer wieder Sachen. Also du hast manchmal einen Rhythmus, der zum Beispiel relativ stumpf zu sein scheint. Und wenn du dann aber dich darauf einlässt, dann hast du zum Beispiel Heilfahnen, die immer wieder unterschiedlich sind, oder irgendwelche Muster bei den Synthesizern, die im Hintergrund so aufploppen und sich weiterentwickeln. Und diese Sachen, die sind eben immer abwechslungsreich, und die geben dem Gehirn auch immer wieder neues Futter. Also da würde ich jetzt mal widersprechen wollen. Das, was nämlich beim ersten noch so gut funktioniert hat, bei dem ersten Song, fand ich beim zweiten auch noch, und dann fiel es ab. Und ich weiß gar nicht mehr, warum. Und das, was gerade Marita gesagt hat, es war dann für mich nicht mehr abwechslungsreich. Und ich habe irgendwann mal geguckt und immer überprüft, welchen Track haben wir denn jetzt? Ist es immer noch der von eben, oder ist es ein neuer? Ich habe gar nicht gehört, wann der neue anfängt. Du warst nicht bereit dafür. Das heißt, du hast es gehört, und dein Gehirn war noch motiviert in den ersten 2 Songs vielleicht. Und dann dachtest du, jetzt muss ich das ja hören für diesen Podcast, um das zu besprechen. Ja. Aber dein Gehirn wollte eigentlich gerade gar nicht mehr hören. Das passiert mir bei Vorlesungen. Die erste Vorlesung ist noch ganz interessant, und die nächsten wirken alle ähnlich, aber dabei sind die total interessant. Aber mein Gehirn schaltet dann ab und sagt, Mäh. Ich hoffe, das passiert niemandem mit diesem Podcast hier. Niemals. Aber mir ging das, cool, das ähnlich am Anfang. Ich habe es beim Zähneputzen morgens gehört. Dann wusste ich, aha, okay, mein Gehirn ist gerade in so einem Punkt. Es mag gerade nicht. Also habe ich gestoppt. Ich habe meinen Mund ausgespült, die Zahnpasta in den Gulli des Nichts entrinnen lassen. Sehr gut. Habe gewartet bis abends, bis ich zurückkam, und habe teilweise weitere Titel gehört und fand sie auch sehr, sehr toll. Und ich muss sagen, ich habe ein bisschen versucht, auch diesen Songtext mitzuverfolgen. Also in manchen Liedern waren ja auch Texte. Ja. Und zum Beispiel im zweiten Teil, der heißt ja Only Solutions. Dachte ich so, ja, das spricht mich tatsächlich so ein bisschen an. Also es klang natürlich so ein bisschen wie manche Pop-Songs für kleine Girlies, so ein bisschen mit diesen ganzen Vocoder und sowas und diesen sweeten Jungen, der irgendwo auf dem Flugzeug tanzt. Aber es,
es heißt halt, dass die Leute, also oder zumindest wie der Songtitel sagt, es ist lösungsorientiert, er will Lösung. Und ich denke so, ja, ich fühle mich angesprochen, ich bin ein lösungsorientierter Mensch, ich will auch Lösung. Und deswegen musste ich diesen Song auch irgendwie feiern, einfach wegen dem Kontext. Und mein Gehirn war motiviert, weil da ist eine gemeinschaftliche Brücke, etwas, was uns verbindet. Wir wollen das Gleiche. Also war mein Gehirn motiviert, zuzuhören und den Song wieder aufzunehmen. Und tatsächlich habe ich abgefeiert. Und im dritten Teil sozusagen das Projekt mit Bliss, das irgendwie Annie Wuschel, ich glaube, ich werde das ganz, ganz falsch aussprechen. Ich kriege gleich wahrscheinlich lauter Hassbriefe. Sag einfach Annie. Ich habe meine Adresse und wo ich wohne, nicht weitergegeben. Wie so oft. Dann musste ich lachen. Das klang so ein bisschen nach so einem Anbetungs-Voodoo-Ritual mit Techno versetzt. Und ich habe immer Hokkido verstanden. Ich musste an einen Kürbis denken. Und ich denke so, Hokkido. Dann schrieb er einen Moment. Der Kürbis heißt ja Hokkaido. Stimmt. Und dann habe ich nochmal hingehört und habe verstanden, Hobrido. Aber was ist Hobrido? Kann mir das irgendeine erklären? Also ich nicht. Ich nicht. Nee, Mist. Ich auch nicht. Hobrido weiß ich auch nicht. Keine Ahnung. Ist eine Frage. Ich schlag mal die Brücke zum dritten Song. Den fand ich wieder besser, weil er nämlich auch was bei mir angesprochen hat. Ich habe nämlich so ein bisschen so C64-Klänge rausgehört. Da dachte ich so, cool, benutzen die jetzt den Sound, so ein bisschen vom SID-Prozessor. Geil, das gefällt mir. Und da war ich dann wieder mit dabei. Das hat dich gecatcht. Ich mochte auch diese Kleinigkeiten, dass die manchmal dieses Ho-we-o drin haben. Das war das der zweite oder der dritte? Ich glaube, das war der dritte. Der dritte, Hokkido. Eigentlich war es Hobrido. Hokkaido. Das hast du gemeint. Alles klar. Ich hab wirklich einfach gedacht, das wäre so ein Ho-ho-ho, so Weihnachtsmannmäßig, bloß eben ein bisschen anders. Ich weiß nicht, liegt das an unserem Gehirn und unseren Filtern und unseren Erfahrungen. Aber meins hat am Anfang Hokkido verstanden und später Hobrido. Aber ob es das ist, ich habe keine Lyrics gefunden. Ich habe recherchiert danach, aber ging mir auch so. Ja, bei Ho 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 würden sie wahrscheinlich auch keine Lyrics bringen. Ja. Also ich weiß es nicht, aber gut, dass sie auch so klassische Rockklänge manchmal mit reingebracht haben. Oh ja. Die konnten sich nie so richtig durchsetzen, sage ich mal. Die wurden ja auch relativ schnell wieder abgelöst und so weiter. Aber diese Kombination, die fand ich auf jeden Fall sehr spannend. Mhm. Da gebe ich dir recht. Ich habe gar nicht, also die haben ja solche E-Gitarren da manchmal drin gehabt. So Druck, will ich mal sagen. Damit habe ich nicht gerechnet und dann dachte ich, oh, jetzt geht's los und dann verblassten sie leider wieder. Aber naja, da wurde mit ihnen gespielt, ne? Sie hatten Keyboards, sie hatten E-Gitarren, sie hatten auch Geige drin, teilweise, wo ich dachte, sind das jetzt auch die Gastbands, die sozusagen ihre eigenen Instrumente mit eingeflochten haben oder ist es wirklich alles von Infected Mushrooms gespielt? Also können die so viele Instrumente beherrschen? Das war so meine Frage, als ich das Album gehört habe. Also bei anderen Alben von ihnen ist das relativ ähnlich, würde ich sagen. Also da haben sie auch eine sehr, sehr bunte Vielfalt von Instrumenten mit eingebunden. Allerdings weiß ich nicht, ob das dann nicht auch immer irgendwelche Menschen sind, die das von außen einspielen. Das weiß ich nicht, keine Ahnung. Ich glaube, das war der vierte Song, Symphonetic. Das war für mich so der enttäuschendste, glaube ich, denn da ist irgendwie am wenigsten passiert. Also da habe ich den Eindruck gehabt, das war wirklich so ein bisschen eintönig. Ging mir genau so. Ich habe mir als Kommentar aufgeschrieben, was sollte dieser Titel? Fragezeichen. Ja. Weil er überhaupt nicht symphonisch ist. Kein Text, dazu ist, dass es teilweise einfach, ich wusste nicht, was wollen die jetzt? Also es hat sich so viel verändert. Und manche Sequenzen klangen tatsächlich so wie so ein Soundtrack für ein Autorennspiel, wo ich dachte, wenn ich jetzt Need for Speed spiele, dann passt diese kleine Sequenz perfekt dazu, aber dann ändert sich alles wieder und dann ist es wieder nicht in dem Bereich und da wusste ich auch nicht so richtig, was soll das jetzt, also es war okay. Ja, so gut versteckt, so mittendrin. Ein bisschen mitgewippt. Ja, okay. Genau, das ist halt so ein bisschen kopfgenickt. Auch wenn ich sehr begeistert von dem Album grundsätzlich bin und auch von der Abwechslung und so, ich finde, sie haben es mit den Enden nicht so gut raus. Das heißt, das kann man für den ersten Song sehen. Also beim ersten Song habe ich gedacht, okay, ihr habt hier einen supergeilen Song gemacht und so weiter, aber das Ende ist sehr, sehr
ohne Höhepunkt, ohne gar nichts. So, es ist halt einfach vorbei. So, und es plätschert, ja. Es plätschert so aus. Mhm. So, ne? Nachdem der Song ja insgesamt viele, viele Höhepunkte hat und am Ende plätschert es so aus. Und dann habe ich gedacht, aber vielleicht ist das einfach nur die Überleitung zum zweiten Song, zum dritten und so weiter und so fort. Und dann hörst du den letzten Song und denkst dir, ja gut, das ist jetzt aber wieder kein, also das ist wieder so ein ausplätscherndes Ende. Und das hat mich so ein bisschen enttäuscht. Also da habe ich dann irgendwie gedacht, so dieser Spannungsverlauf, der fehlt mir, dass das irgendwie vielleicht insgesamt eine Geschichte erzählt oder dann vielleicht bei den einzelnen Songs irgendwie eine Geschichte erzählt. Ja, kann ich nur zustimmen. Wann würdet ihr denn so dieses Album hören, diese Art von Musik? Eigentlich, wenn ich mich auf eine Dark- oder Underground-Elektro-Party vorbereite und vielleicht würde ich sogar ein paar von diesen Songs dort spielen, wäre ich jetzt der DJ, weil die schon Spaß machen. Also ich muss sagen, teilweise bin ich schon echt so auch selber infected, ein bisschen durch meine Wohnung gelaufen und habe ein bisschen zu heftig und zu schnell im Takt meine Zähne geputzt, aber ich fand's gut. Und ich dachte mir so, ja, ich habe tatsächlich Bock mal wieder auf eine Elektro-Techno-Underground-Party. Und dieser Song würde einfach passen, weil ich wirklich gelangweilt bin von dem Minimal. Diesen ganzen Minimal-Noise und so Techno, der sich immer und immer wiederholt, wo ich denke so, okay, ja, jetzt habe ich den Rhythmus gehört und jetzt muss ich den noch 11 Minuten lang hören, ohne Veränderung. Das tut meinem Gehirn wirklich weh. Es leidet. Das wollten wir nicht. Ich kann mir das Album wirklich bei verschiedensten Situationen anhören. Ich habe das gestern zum Beispiel auch beim Sport angehört und ich war, ich habe mehr Wiederholungen geschafft als sonst. Auch schneller, sage ich mal. Ich habe versucht, bestimmte Sachen im Rhythmus zu machen und das ging ganz gut. Es war halt bloß so, dass ich gedacht habe, da bin ich ein bisschen erschöpfter jetzt als vorgestern zum Beispiel. Das war auch meine zuerst die Assoziation, dass ich dachte, boah, beim Sport kann man da sicherlich gut was reißen. Aber also mich sprach ja die erste Hälfte des Albums viel mehr an und bei der zweiten Hälfte, da hätte ich ungern Sport zugemacht. Da fehlte mir dann so ein bisschen der Ansporn, der Drive dazu. Okay, also bei mir war es wirklich so, dass ich auch insbesondere die zweite Hälfte gestern gehört hatte, weil ich den Eindruck hatte, dass ich eben mich vorher zu sehr auf die erste Hälfte fokussiert hatte. Anfängerfehler. Nur eben der vierte Song, der war irgendwie, da war ich auch nach wie vor ein bisschen raus, aber fünfte, sechste, siebte Song fand ich dann wieder ziemlich gut eigentlich. Also kommt nicht ganz an den ersten ran. Also der erste ist halt von der Abwechslung her. Und der erste hat auch dieses wunderbare Element, das haben die da nicht zum ersten Mal gemacht. Also das kenne ich von den Infected Mushrooms auch schon einmal, dass der Beat auf einmal sehr viel schneller wird. So schnell, dass es dann irgendwie auch in den hörbaren Frequenzbereich abdriftet, die Wiederholung. Und dann tut es so, aber ich finde diese Übergänge grandios, als ob dann dieser hohe Pfeifton wieder runterkommt und zu einem neuen Rhythmus wird. Das fand ich extrem gut. Ich pflichte dir bei, wenn ich das darf. Darfst du, ausnahmsweise darfst du. Als Abschlusssong habe ich ein musikalisches Kleinod herausgesucht aus den Abgründen der Vergangenheit mit Marita. Habt ihr das beim Güterbahnhof aufgenommen? Egon's Ride. Oder ist das unser Robert-Song. Genau, ich würde furchtbar gerne den Robert-Song spielen. Oh. Oder? Ja. Sehr gut, sehr gut. Und um einzuwerfen, darf ich noch ein abschließendes Kriterium oder einen abschließenden Rat an alle unsere Hörer senden bezüglich des Gehirns? Ja, bitte. Eine sehr wichtige Weisheit. Aber Sind wir da ausgeklammert oder nicht? Nein. Alle, ihr besonders. Okay, nee, dann darfst du. Pass auf, jetzt hör zu, geht's geschafft. Sehr inklusiv also, jetzt. Eine Info an alle Hörer vom Podcast, und das ist wirklich super, super wichtig, es heißt ja, Alkohol schadet dem Gehirn. Und dem muss ich leider recht geben, in gewissen Mengen. Nein. Also, aber nicht denken tut das auch. Das heißt, wenn ihr nicht denkt und wenn ihr nichts macht, schadet ihr auch eurem Gehirn. Das heißt, Nervenzellen werden absterben in dem Nichtstun. Schreibt euch das hinter eure grünen Ohren und beschäftigt euch mit intellektuellen Themen, beschäftigt euch mit irgendwas, macht Sport, macht irgendwas, aber fordert euer Gehirn, macht einfach irgendwas im Leben. Darf ich's umdrehen, positiv umdrehen? Natürlich. Statt dem nicht, würde ich sagen, also du gerätst uns, Leute, ihr müsst denken
und trinkt weniger Alkohol. Ja, also ich meine, sie dürfen ja schon ein bisschen was trinken, aber... weniger, ich habe extra weniger gesagt. Ich liege jetzt auf meiner Couch und bin im Zombie-Modus, ich trinke keinen Alkohol, mein Gehirn schafft das schon. Tatsächlich, das Gehirn schrumpft, auch wenn wir nichts tun. Wenn wir nur auf der Couch liegen, werden gewisse Areale in unserem Gehirn definitiv abbauen und schrumpfen. Und Zellen werden sterben, ob wir Alkohol trinken oder nicht. Von daher, haltet euch geistig fit, macht Sport und beschäftigt euch mit der Welt. Stellt Fragen, hört dem Podcast zu, ihr lernt was dabei. Ja, gerade bei dem hier. Mega anstrengend. So, also Marita, wir bedanken uns allerherzlichst, dass du unsere Gästin heute warst und uns so viel aushelfen konntest, unsere Fragen beantworten. Ich glaube, das Thema ist noch viel intensiver und eventuell machen wir nochmal einen zweiten Teil dazu. Aber für jetzt erstmal vielen lieben Dank. Ja. Gerne. Und schickt ihr mich wieder zurück. Ich weiß nicht, wo ich hin muss. Alles ist dunkel hier. Nein, du bleibst auf dem Bahnhof. Ich will wieder nach Hause. Du bleibst hier auf dem Bahnhof. Aber es ist alles dunkel. Wir wünschen euch einen wunderschönen März. Wir hören uns im April wieder und da gibt es vielleicht auch einen Gast. Wenn das alles klappt, ich freue mich drauf. Und Gescher, ja? Spiel den Song. Oh, ich bin gespannt, was ihr euch da wieder am Güterbahnhof aufgenommen habt. Ba-bam, tschüss. Ba-bam. Ciao. Bye-bye. Scrapyard doesn't matter.